Hallo, es ist soweit und ich bin nicht alleine. Wir sind zu viert. Von ganz außen, von links. Der Mann, der einzige Mann, der überhaupt davon Ahnung hat, was wir hier heute machen. Wir reden eigentlich nur gerne darüber, aber du weißt wenigstens, wovon du sprichst. Die Rede ist von Dennis Ruppert, heute super Spezialgast, hat es extra geschafft, an einem Donnerstagnachmittag hier bei uns in die Gaming Area zu kommen. Ich freue mich, dass du da bist und uns vielleicht ein bisschen was erzählen kannst auch über das Spiel, weil du bist, wie gerade angekündigt, der größte Experte in Warhammer. Du spielst das Tabletop, ja. Und wir spielen jetzt Warhammer Vermintide 2 und das ist im Warhammer-Universum. Du hast es auch schon ein bisschen gespielt, hast du schon ein paar Eindrücke sammeln können? Ja, definitiv. Also ich habe es seit vorletzter Woche oder so habe ich es gespielt. Nicht sehr viel, also es ist in der Beta vorher. Ich habe es vorbestellt gehabt, habe tatsächlich in der Beta gespielt. Aber nicht allzu viel, aber ein bisschen habe ich schon reingeschaut. Für jemanden, der das primär als Tabletop spielt, mit echten Figuren, ja. Wenn du den Blickwinkel hast, was hältst du dann vom Spiel? Ist es sehr realistisch? Ist es so, wie du es dir vorstellst? Oder ist es irgendwie so eine weich gebügelte Geschichte und hat nicht mehr viel mit der eigentlichen Lore zu tun? Nee, total. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Also, spielt ja auch in der Endtimes. Also das ist ja im Endeffekt die Kampagne, die sie am Ende gebracht haben, Games Workshop damals zu Warhammer, bevor sie das Spiel eingestellt haben. Das heißt, dass die komplette Welt eigentlich richtig am Arsch ist, weil die Skaven und das Chaos einfach alles überrennen. Und ist ja auch das gleiche Szenario wie der erste Teil und das passt also wunderbar rein. Also es ist großer, großer Fanservice, wenn wir ehrlich sind. Ja, finde ich auch und ich freue mich schon drauf. Genauso wie die nächsten beiden, die wir uns noch mal kurz anschauen. Unsere Mitstreiter Steffen. Ein Mann, Hallo. Der sich Guten eigentlich Tag. Auch ziemlich gut mit Warhammer auskennt, oder? Kann man das so sagen? Naja, es geht so. Also nicht so gut wie die beiden hier. Ja, ne? Und ich bin der sich am wenigsten auskennt. Also du bist zumindest nicht der Schlechteste wahrscheinlich. Ja, aber du hast zumindest Total War Warhammer ein bisschen mehr Brechen gespielt, oder nicht? Total War? Ja, das stimmt, ein bisschen. Aber ich meine, lernen tut man in den Videospielen, finde ich, nicht so viel. Im Vergleich zu diesen Armeebüchern, die ihr wahrscheinlich irgendwie nachts lest zum Einschlafen. Oder? Nur. Ich hab's auch als Hörbuch. Die Armeebücher. Also. Steffen, es geht ja um die Skaven. Kannst du mir erklären, was das Problem ist von den Skaven? Also, das sind die Rattenmenschen, ne? Ja. Ja, die fühlen sich halt einfach von allen anderen halt auch so ein bisschen unterschätzt, weil alle sagen, Ratten, die hier verbreiten nur Krankheiten. Und da fühlt man sich einfach natürlich auch als Ratte auch nicht ernst genommen. Und dann würde ich halt auch zur Giftgasgranate und zum Gatling greifen. Dabei sind die Ratten den Menschen ja so ähnlich. Deswegen machen wir ja Tierversuche so vermehrt mit Ratten. Ja, weil das Gehirn sich so wenig unterscheidet von denen des Menschen. Eigentlich sind Ratten unsere Freunde. Sage ich auch immer, aber hier, ne? Ich mache jetzt mal mit, aber eigentlich sind auch Ratten meine Freunde. Ja, danke. Halt mir den Rücken frei, Steffen. Mhm. Ja, gerade der Ratte in den Rücken. Und direkt neben mir Eduard, der Mann, der auch schon Warhammer spielt, sei da, ich glaube, du bist auf die Welt gekommen als Goblin Fanatic, wurde es dann von einer Horde Chaos-Dämonen gefunden und aufgezogen und jetzt sitzt du Kommt hier. Kommt in etwa hin. Aber hauptsächlich halt 40k und Fantasy irgendwann dann auch, aber Dennis ist halt immer noch der am meisten weiß von allem. Ach ja, stimmt, du bist ja mehr 40k. Warhammer mit den Laserguns. Genau, aber Fantasy ist auch eigentlich ganz geil und habe ich auch sehr lange gespielt. Ja. Und man muss ja sagen, im Gegensatz zu den Warhammer 40.000 Spielen sind eigentlich die meisten Warhammer Fantasy Videospiele nicht kompletter Rotz. Das ist richtig. Der Großteil, ja. Oh ja, aber gibt's auch nicht so viele. Ja, stimmt. Wobei Space Marine ist ein Gegenbeispiel. Das war ja nicht Dawn of War. Okay. Das Dawn of War 1 war auch noch in Ordnung. Stimmt. Ja, wenn man drüber nachdenkt, fallen wir euch ein. Aber im Grunde kann man das immer sagen, bei 95% aller Warhammer-Spiele, egal ob 40k oder Fantasy, sind meistens ziemlicher Rotz. Ich habe mich letztens mit Entwicklern drüber unterhalten, die auch die Lizenz haben zu Warhammer, die das Spiel Inquisitor Martyr machen. Mhm. Und ich hatte die auch gefragt, wie kann das sein? Ist sie so billig, dass sie sich jeder kaufen kann, diese Lizenz? Oder achtet Games Workshop da gar nicht drauf, dass da ein gutes Spiel bei rauskommt? Er ist ja, Frage, gekonnt ausgewichen und ich kann leider nichts dazu sagen. Schade. Das ist scheiße. Die Community, die Tabletop-Community fragt sich das auch schon seit Jahren. Ja, ne? Ja. Das ist wirklich, ich bin nicht traurig. Der Einzige, dem das auffällt. Nee. Wunderbar. Komm, das wird genug Smalltalk, oder? Ja, richtig. Wir sind in einem Hub. Und ich glaube, Steffen, du hast am meisten gespielt. Magst du die Eröffnungsworte? Das kann ich machen. Übernehmen. Erstmal wollen wir natürlich gucken, euch ein bisschen was zeigen. Deswegen spielen wir erstmal auf Rekrut, weil das Spiel ist schon nicht ganz einfach. Ich glaube, wir können auch nicht mehr, weil wir nicht so hochgelevelt sind. Ah, das kann auch sein, stimmt. Wir spielen mal, wir können ja einmal eine der ersteren Missionen spielen, damit wir euch ein bisschen was zeigen können. Und spielen genau erstmal auf Rekrut, weil. Um erstmal ein bisschen reinzukommen, passt das, glaube ich, ganz gut. Jetzt könnt ihr alle einmal annehmen. Ich wollte noch meine Lootbox aufmachen. Kannst du gleich machen. Kannst du noch erstmal auf annehmen, bitte. Okay. Und dann kannst du deine Box nochmal aufmachen. Genau, wichtig ist, Lootboxen ist nicht ganz richtig, weil die kann man sich zum Glück nicht für Echtgeld kaufen, sondern das sind die Belohnungen, die du kriegst, wenn du ein Level aufsteigst mit deinem Charakter oder eine Mission abschließt. Und die gibt es unterschiedlichen Güteklassen. Und Dennis kann ja mal, genau, du hast die zwei, weil du jetzt, glaube ich,
Ich glaube, die kriegt man am Anfang direkt. Und da sind Ausrüstungsgegenstände für deinen Charakter drin. Immer für den Charakter, mit dem du die Kisten quasi öffnest. Ich darf alle nehmen, ne? Du darfst alle nehmen. Ah, ich hab, als ich die erste Lootbox gehört habe, habe ich so lange überlegt. Nämlich rechts, nämlich die linke. Okay, ein Trunks des Kriegeridials. Genau, eine Halskette. Oh, die haben immer ein Power-Level, das ist die Zahl, die das quasi angibt. Und meistens haben die noch so Zusatzfähigkeiten. Alter, und die gibt es natürlich auch in unterschiedlicher Rarität. Mache ich einen auf BA Barrackes, würde ich sagen. Sehr gut. Ich habe noch einen. Ja, es gibt tatsächlich keine Profilwerte oder so. Das Einzige, was deine Stärke anzeigt, ist der Power-Level. Genau. Finde ich ganz witzig. Und es gibt auch natürlich Ausdauer. Richtig. Aber Ausdauer? Was ist das? Das habe ich auch nie gesehen. Ausdauer ist das, wenn du blockierst. Oh, guck mal, eine Gatling-Shotgun! Ja, die kannst du gleich ausrüsten. Eine Bündelmuskete des Feldweibel. Alter, die sieht ja mega gut aus. Das, boah. Okay, und die rüste ich aus, ja? Genau. Dazu gehe ich nach links. Nach links. Noch weiter. Hier hin. Da durch. Nein? In die andere Richtung. Du kannst doch aber I drücken. Ja, oder du drückst I. Stimmt. Oder I. Das wäre die einfache. Oder ich drücke einfach I, genau. Genau. Jeder Charakter hat diese 5 Slots. Also es ist jetzt keine riesen Charakterentwicklung wie bei Diablo oder so. Aber es reicht, finde ich, vollkommen aus. Es gibt unterschiedliche Waffenkategorien. Es gibt unterschiedliche, hier diese Trinkets, die man sich um den Hals hängen kann, die dann auch verschiedene Profilwerte haben. Und die Waffen spielen sich auch sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Waffe, die Flächenschaden hat, eine Fernkampfwaffe vorher. Es gibt noch so einen Stab, der ganz schnelle, viel schnell Projektile schießt. Man kann sich da sehr, sehr austoben, was die Waffen angeht. Wir spielen auf Recruit am Anfang, ne? Genau. Ja. Okay, das heißt, dass es da noch kein Friendly Fire gibt. Zum Glück. Ja. Das müsste ich ein bisschen aufpassen. Ja. Boah, das Ding ist super. Okay. Aber denk dran, Munition ist im Spiel meistens sehr, sehr rar. Also wir hatten tatsächlich ein einziges Spiel, weil manchmal die Munition auch durch Zufall vergeben wird. Dann habe ich ja die richtige Waffe hier. Die Waffe ist echt geil. Die ist super, okay. Ja. Jetzt musst du nur nach vorne gehen, zu diesem Wegschrein. So, zum Startpunkt. Zum Wegstein. Ich komme. Und letzten Endes, das Spiel ist im Endeffekt Left 4 Dead. Also ist, du kämpfst dich in einer Gruppe durch ein Schlauchlevel mit ganz normalen Mob-Gegnern und Special-Gegnern und musst am Ende eben meistens eine kleine Nebenmission oder eine kleine Mission erledigen. Wobei es der einzige Unterschied zu Left 4 Dead ist, beziehungsweise der wichtigste, es gibt kein PvP. Du spielst quasi nur gegen die KI und das war ja der große Pluspunkt von Left 4 Dead. Den gibt es leider nicht, seltsamerweise. Weil ich finde, der Vielleicht kommt das noch. Vielleicht, ja, im ersten Teil kam es auch nicht. Also, ja, stimmt. Aber der erste war auch ein bisschen sehr unter dem Radar. Beim zweiten haben sie, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr draufgelegt. Genau, was wichtig ist, das hat man vorhin schon kurz off-cam gesagt, mit T immer die Special-Gegner bitte markieren, damit alle Leute die sehen. Und wichtig ist, du kannst deine Nahrung Fernkämpfer verwechseln durch Q. Da musst du nicht groß irgendwie auf den Zahlen-Dingens. Und ja, wir spielen erstmal auf Rekrut. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht allzu schwierig werden, ihr werdet das schon merken, aber nachher können wir vielleicht auch mal auf Veteran spielen. Nur damit wir es einmal ein bisschen mehr zeigen können und nicht gleich von der ersten Chaos-Meute auf die Fresse bekommen. Genau, was noch neu ist, es gibt jetzt nicht nur Skaven, also nicht nur die Rattenmenschen als Gegner, sondern auch Chaos-Krieger, die man hier sieht. Wunderbar. Ist auch eine sehr schöne Neuerung mit Special-Gegnern und allem drum und dran. Aber Ratten kommen natürlich auch noch genug vor. In Hülle und Fülle. Und das Trefferfeedback ist einfach so geil hier. Ja, das ist so, hallo. Also es ist wichtig, wohin du schlägst, auf Kopf, Arme, Beine oder sowas. Und dementsprechend machst du halt auch mehr Schaden. Und ich greife mal hier die Munition, Mach's mal. Genau, und die verschiedenen Special-Gegner zum Beispiel haben auch Schwachpunkte. Das heißt, es gibt zum Beispiel so einen, ich weiß nicht genau, wie die heißen, Warp-Fiend oder so. Oh, Schwein. Die Alter. Haben... Oh, ein Schwein. Du hast Schwein getötet. Schwein, lass das Schwein. Ja, es ist schon tot. Das ist doch nicht tot. Nein, das schläft nur. Das schläft nur. Oh, da hinten war noch ein Mob, aber ich glaube... Oh, eine Kiste. Kiste. Und leer. Oh. Die sind leider sehr oft leer. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist ein bisschen schade. Wo sind wir denn hier so? Ich glaube, wir müssen nach rechts gehen. Ne? Weißt du das, Dennis? Welches ist das Dorf hier? Ist das Mordheim oder irgendwas? Nee, kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Aber es wird offensichtlich, es ist irgendwo in Heidenfeld. Irgendwo im Imperium. Ich glaube, sie haben der Ort, den es spielt, ist Helmgard. Das war zumindest der im ersten Teil, der quasi untergegangen ist. Geht ihr gerade wieder zurück? Ja, wir gehen gerade wieder zurück. Wir sind dumm. Und Helmgard, ich habe keine Ahnung, ob Helmgard wirklich in der Lore existiert. Nee, weiß ich nicht. Doch, wird bestimmt irgendwas sein. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo Middenheim. Ach, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann nur dabei verlieren. Wenn es Leute da draußen gibt, dann könnt ihr natürlich sehr gerne uns diese Frage beantworten. Oh shit, der hat seinen Kopf verloren. Hey, Sie. Das ist was Gutes. Hey, Sie haben was verloren, Ihren Kopf. So, hier ein bisschen Feuer drauf. Genau, 5 Klassen gibt es, das kann man vielleicht noch sagen, die sich auch sehr unterschiedlich spielen. Wir haben jetzt hier einmal Dennis Robert als die Waldelfe.
den guten Dennis Richtarski mit dem Söldner, also dem Nahkämpfer. Oh, jetzt kommt eine Horde. Der kommt am besten. Oh, Zauberer! 10 markieren. Okay, schon tot. Alles klar. Aber Assassin ist da noch. Oh, oh ja, das ist auch. Genau, solche Encounter hören wir immer daran, wenn immer so ein Horn ist, zu hören ist. Genau. Ja. Oder eine Glocke. Es gibt, je nachdem, was es für eine Horde ist, gibt es entweder die Glocke oder die. Diese Feuerexplosion, die kommt vom Mage, ne? Ja, am Anfang machst du so einen fetten Feuerball da rein, das sieht man richtig cool. Genau, ich spiele quasi die Pyromantin, heißt die. Die hat eben so einen wunderbaren Zauberstab hier, der ein bisschen Flächenschaden macht. Aber wenn ich zu viel zaubere, explodiere ich. Genau, aber wir kriegen keinen Schaden von deinem Feuer, ne? Ich habe da mal ein bisschen Angst. Nicht. In Rekrut nicht, genau. Später auf den Hirn schwäche ich jetzt gerade schon. Da muss ich dann tatsächlich ein bisschen aufpassen. Okay. Stirb! Du Zack. Dämonenmann! Und was auch noch schön ist, jede Unterklasse, es gibt dann noch den Zwerg. Und jede Klasse hat dann noch drei Unterklassen, die sich auch wiederum dann anders spielen. Also du kannst zum Beispiel als Söldner später, Dennis, eine eher fernkampforientierte Unterklasse nehmen. Dann hast du halt irgendwie so Range Weapons und so. Nicht so weit vorlaufen, ne? Steffen. Das ist ja der Hammer. Das Blut spritzt danach auch noch so nach. Das ist ja unglaublich. Ich kann es quasi riechen. Also ganz wichtig ist tatsächlich, dass wir hier immer eng beieinander bleiben, weil es stimmt, gibt auch sowas wie, es gibt einfach auch Gegner, Spezialgegner, die einen wegzerren vom Rest. Dann ist man echt noch. Wenn jemand einen Heiltrank braucht, hier ist einer. Ja, ihr könnt auch gerne mal euren Heiltrank schon. Ich glaube, Dennis, du kannst deinen Heiltrank schon mal benutzen und hier einen mitnehmen. Okay, ich nehme mal den grünen. Jo. Lecker. Und da hinten ist noch einer. Und dann kann Eduard sich auch mal aufhören. Ja, Eduard, hol dir den. Ja, oder Dennis. Lecker nach Erdbeeren. Nö, auch bei mir ist okay, ich regeneriere auch ein bisschen. Ah, ja, dann gehen wir noch. Das ist so ein Spezial der Waywatcher. Wie gefällt die Inneneinrichtung hier? Oh, schön, ne? Genau, hier muss man sagen, erst alle Gegner niedermachen und erst dann das Ding in der Mitte drehen. Auf keinen Fall. Oh nein, Eduard. Eduard, Eduard, Alter. Er hat's schon gedreht. Nein. Er hat's gedreht, oh shit. Okay, dann hier oben am besten auf die Treppe gehen, weil wir wollen noch ein bisschen Spannung hier. Ja, das stimmt schon. Ja, wir wollen aber nicht gleich beim ersten Mal verkacken. Auch wieso nicht? Ach, auf den Rekrut, komm schon. Komm, das schaffen wir. Ich mag Eduards Einstellung. Achtung, oh Magier. Chaos. Seht ihr den Magier? Haut den Magier um. Wo ist er? Ich hab ihn markiert. Oh shit, ich bin in einem grünen. Oh, du bist in dem Strudel gelandet. Strudel! Oh, je, je. Ja, wenn ihr den Magier seht, da hinten ist er. Ah, der ist hinter der Mauer, Strudel. Kann ich nichts machen. Doch, der ist vor der Mauer jetzt. Alter, Eduard, du fliegst. Oh, ja, Gasratte. Cool. Ich hab Spaß. Ja, Gasratte ist hier auch. Und jede Menge kleine Ratten. Gasratte. Leider. Oh shit. Ah, shit, ey. Aufs Gesicht. Ich. Sterbt, ihr Ratten. Nicht vergessen, immer schön zu blocken, ne? Ach, wer blockt, verliert. Zack. Oh, ich trinke schnell. Doch, block, block, block. Hier hinten ist übrigens auch noch ein Trank irgendwo, habe ich gerade gesehen. Ja, ich habe auch einen, den schnappe ich mir jetzt. Oh, Achtung. Solche Mönche? Solche Mönche, ja. Ich brauche ein bisschen Unterstützung hier. Okay. Boom. Oh, hier ist Rattling Gun. Warframe-Werfer. Und noch nicht genau. Ein Meutenbändiger. Okay. Alle down. Sehr gut. Wir haben sie. Sehr gut. Oh, die kommen von der anderen Seite. Genau, das sind diese Special-Gegner, die wir gerade gesehen haben, die zum Glück relativ schnell von uns sicher geworden sind. Das sind auch noch ganz normale Monster. Ich habe keine Munition mehr, wenn wir Munition findet. Ja, ich glaube am Ausgang. Hier nach gibt's vielleicht welche, stimmt, genau, Tor. Direkt oben. Also du kannst ja schon welche holen, wenn du möchtest. Ja, die machen wir jetzt erstmal noch im Nahkampf lang hier. Ja, jetzt haben wir es auch schon geschafft hier. Gar kein Problem. Da kommen noch ein paar Ratten. Stormwormen, Achtung. Oh, Stormwormen sind, ja, die sind... Ah! Auf dem Schwierigkeitsgrad gehen die auch tatsächlich. Achtung, unter dir, Dennis. Ja, weg. Alter, schön. Man kommt in so einen Blutrausch in diesem Spiel. Ich hole mir Munition. Habt ihr den Typen gefunden? Ich hab ihn gemarkt. Ich hab ihn gemarkt, ja. Armin. Sehr gut. Oh, der hat ein Buch. Damit kannst du leider nichts machen. So, hier ist ein Heiltrank. Braucht ihn jemand, sonst nehme ich den. Nimm du ihn gerne. Haben wir es erledigt? Auf Eduards Style. Auf Eduards Style. Nice. So, und hier oben ist schön Munition für euch. Okay. Eduard, komm her. Ich komm doch schon. Komm so rein in den Fahrstuhl hier. Die klassische Fahrstuhlgeschichte, da zerbrechen auch Teams dran. Komm jetzt endlich in den scheiß Fahrstuhl. Oh ja, Fahrstühle. Hui. Dann gucken wir doch gleich mal. Jetzt müsste wahrscheinlich auch gleich ein Boss kommen. Könnte ein Boss kommen. Ist schon soweit. Ja. Oh, ich höre ihn schon. Nee, ich glaube, das sind doch die normalen hier. Ja, normalen. Stirb! Oh, Achtung, Zauberer, hinter mir, hinter mir. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, warte. Leech. Danke. Ist down. Oh, ich sehe nichts. Bildschirm ist so dunkel. Ja, das ist sehr, sehr. Ich sehe auch nicht viel. Aber. Ist egal. Stell dir vor, dir wird Blut drauf in die Augen gespritzt. Einfach nicht gemacht, das ist es sogar.
In den Runden, die wir mal gespielt haben, hat ein Kollege mir genau gezeigt, wo die ganzen Bücher sind, die wir finden können, damit wir unser Loot verbessern. Habe ich aber wieder komplett vergessen, wo die sind. Das geht mir genauso. Wie schon im neuen Teil, weiß man das schon alles? Ja, also viele wissen tatsächlich schon, die machen natürlich dann auch so die optimalen. Oh, Achtung, Chaoskrieger. Oh, Chaoskrieger! Ich wollte gerade sagen. Da müsst ihr mit aufgeladenen Attacken angreifen, weil ist tot. Sonst ist die Rüstung zu stark. Ah, okay. Es gibt, also wenn du gerade online spielst, auf den höheren Schwierigkeitsgraden, wollen die Leute auf jeden Fall einen Perfect Run machen. Das heißt, alle Sachen einsammeln, die gehen. Und die wissen dann auch meistens, wo liegen die Grimoires. Und Achtung, Assassine irgendwo. Ja. Ah, okay. Der ist, taucht gleich irgendwo auf. Sollen wir zusammenbleiben kurz? Ja, nicht pass nicht. Hinten. Oh, da ist er, Treppe. Markieren. Star. Sehr gut. Ja. Ah, Assassine my ass. Stirb. Kassin, ja. Und im Gegensatz zum ersten Teil haben sie den Schwierigkeitsgrad ein bisschen entschärft, was ganz okay war, zum Glück. Also der erste Teil war wirklich einfach hart. Oder kommt ein dicker... Oh, scheiße, Troll. Alter, der hat aber Steps drauf. Ja. Alter, was Gallen ist das? Troll. Das ist ein geiler Troll. Der spuckt immer nicht so, an, nicht, so... Nicht ankotzen genau. lassen? Nicht ankotzen lassen? Darf ich ihn angreifen? Ja, 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 klar. Ach okay. Nö, lass mal. Und der kann sich heilen. Oh. Und hier oben ist noch ein Redling. Okay, hab ihn. Ah, fuck. Jetzt einmal schön drauf. Oh fuck, ich seh nichts mehr. Er hat mich angekotzt. Ich seh nichts. Ich seh auch nichts. Was passiert hier? Wow. Oh, ich hab beinahe explodiert. Ja. So, und jetzt draufhauen. Er heilt sich. Ja, Alter, war okay. Alles was, gut. Was ist ein geiler Troll, Dennis? Kannst du das erklären? Das ist, im Endeffekt ist das ein Troll, der, also eigentlich ist das ein Chaos-Troll, wenn ich das so sehe. Ein Troll, der, dieser Nurgle, das ist diese eine der vier Chaos-Gottheiten. Mhm. Genau, der Seuchengott, oder? Der Seuchengott, genau, der von dem berührt wurde. Ei, geil. Es gibt, glaube ich, sogar eine Mission. Und es kommt eine Horde gerade, also jetzt aufpassen. Fuck, ja, er hat mich drauf. Es gibt sogar eine Mission, wo man die Trollproduktion der Skaven quasi einstellen muss. Oh ja, oben. Vergesst auch eure F-Fähigkeiten nicht. Oh, fuck. Die sind sehr wichtig. Ja. Gerade aktiviert. Oh, shit. Ja. Ah, das sieht alles nicht so gut aus gerade. Nee, ist auch so dunkel. Ich sehe halt sehr wenig. Ja, wir haben den geilen Troll gleich. Oh, wir haben ihn gleich. Der Mage macht da ganze Arbeit. Ah, der kotzt auch alles hinter uns. Ich hab Blut und Magier. Magier hat mich. Eieiei. Dankeschön. Ja, Magier. Okay. Oh. Alter, wir sind die krassesten geilen Troll-Slayer. Zack. Bei Eduard sieht es gerade nicht ganz so gut aus. Ah, alles gut, okay. Oh, hinter uns. Assassine. Assassine habe ich. Sitzt doch hier. Einmal hochholen den Kollegen hier. Mache ich. Und hier ist noch irgendwo eine Hop-Red. Eine Hook-Red. Bitte schön, Herr Salzburg. Danke schön. So, also der nächste Heiltrank geht an Eduard. Definitiv. So. Ich habe mal das Spiel ein bisschen leiser gemacht. Ich hatte das mega laut. Ich fast gar nicht verstanden. Das ist geil, weil es mega super, die Schreie und das Flattern. Also falls ihr euch wundert, warum ich die ganze Zeit geschrien habe. Das ist wirklich, ich muss wirklich sagen, das Spiel fühlt sich einfach richtig geil an. So richtig schön Splatter und so. Das Schöne ist, dass ihr hier bei den Darstellungen der Charaktere und deren Fähigkeiten der Monster sehr nah am Original bleiben. Oh, ich bin runtergefallen, ich muss wieder hochkommen. Oh, das ist gut. Das war dunkel, ich habe es nicht gesehen. Also der Troll zum Beispiel war im Original Warhammer Fantasy. Hat halt genau die gleichen Moves gehabt. Ne? Er konnte sich regenerieren und konnte halt den Gegner ankotzen. Ja, super. Das war ich gehe mal ein Stück zurück, um Dennis entgegen nicht, dass ja, er jetzt ja, es ist so dunkel, ich finde den Weg nicht mehr nach oben. Okay, ich gehe auch zurück. Warte. Vielleicht sind da hier noch keine Bücher. Treppe oder sein, bei mir, da wo ich jetzt oben stehe. Also hier ist das links. Ich gucke einfach auf den anderen Bildschirm, der ist heller als bei mir. Ja, genau, komm mal, du bist richtig. Da ist die Treppe, Mann. Genau. Hier ist links rum. Genau. Jawohl. Sehr gut. Ach, komm mal, Munition. Lade ich mal auf. Gut, dass jetzt gerade kein Assassine hier durch die Gegend eierte. Ja, das wäre dann gefährlich, ne? Wenn der letzte von einem Assassin gecatcht wird, müssen alle zurück. Ja. Die sind zum Glück durch Fernkampf relativ verwundbar, die ganzen Special-Gegner, außer die Stormwormen, aber trotzdem ist es immer ein bisschen gefährlich. Ne? Ah, es geht, auch die Warp-Flammenwerfer oder die Rattling Guns, die sind gepanzert. Also ja, okay, stimmt. Aber du kannst einen Tank treffen. Wenigstens. Das stimmt. Und mit deinem F kannst du die richtig gut weghauen. Das ist richtig. So. Gucken wir mal, für Eduard vielleicht irgendwo einen Heiltrank finden. Ach, ich brauche nicht, dann stell ich. Oh, eine Kiste. Hier ist, ich mach sie mal auf. Hab ich Eduard, schon. Sehr gut. Warte, oh. Ist nichts drin. Und wieder voll. Sehr gut. Okay. Wahrscheinlich wird dann unsere Belohnung nicht ganz so groß ausfallen hier am Ende, aber das ist auch erstmal okay. Wir haben wenigstens nochmal ein Level für euch mitgezeigt. Und hier ist noch ein Heiltrank, falls jemand. Ich brauche den gerade nicht, also den kann gerne jemand anders nehmen. Ich brauche den auch nicht. Dann würde ich ihn nehmen. Ja, ich glaube, Eduard hat die wenigste Energie. Dennis, Achtung, Rattling Gun. Okay, ist tot. Oh, die sind gepanzert. Wo ist der Heiltrank? Hier rechts in der Ecke. Der lag da im runden Raum. Da, ja, hast du schon. Hier ist auch so ein Lila-Trank.
Falls den jemand. Oh, den kann ich. Lila ist Konzentration, ne? Jo, hab ich. Concealer. Und hier ist noch ein blauer Fehler. Hey, braucht doch jemand Concealer? Ein Concealer-Trank. So, komm her. Komm, Rattenmann. Stirb, bitte. Gasrat irgendwo hinter uns, hinter uns. So, weg ist er. Sehr gut. So. Ja, oh, guck mal, dein Rattenkopf ist weg. Was ist denn da passiert? Na, Mann, Mann, hier liegt noch. Ich trinke mal meinen Trank und nehme den mit. Nee, nee, warte. Oh, das ist ein anderer, du könntest beide mitnehmen. Ich kann beide mitnehmen? Ja. Ja. Du kannst einmal Heiltrank und. Achso. No, didn't know that. So. Ist hier gerade mal wieder ein bisschen weniger los. Oh, nee, Ratten. Oh, Horde? Irgendwo kommt noch einer. Ja, hinter uns. Ich bin vorne. Das ist halt das Schöne, wenn man vier Leute hat, kann man sich auch super absprechen. Ja, das ist schwierig, wenn du so einen Random-Spieler hast. Ja, das ist wirklich schwierig. Ich hasse das auch. Und aber alle streiten sich dann ums Loot. Oh, Bombe, sehr gut. Aber muss sagen, die Bots sind eigentlich auch relativ gut. Also kannst du auch eigentlich gut alleine spielen. Zumindest auf den niedrigsten Schwierigkeiten. Ah, kriegt man dann den gleichen Loot? Ja, kriegst du. Echt? Komm, ich komme. Bester. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Scheiße! So, Feuerball einmal durchjagen. Hier ist noch Munition, Dennis. Ich hab's markiert. Sehr gut. Ich wollte gerade die Waffe wechseln, um den Assassinen wegzuschießen, dann kam ich auf den Chat. So hat er mich gekriegt. Achtung, Mobfernwerfer. Hat jemand was fernkampfmäßig? Ja, normal. Ich hab meinen Trank, den werfe ich. Ja, ich hab auch nichts mehr. Das ist das Schöne beim Magier, unendlich Munition. Ja. Naja, du, das finde ich ganz cool. Du hast ja diese Overcast-Mechanik. Ja. Ne? Also wenn du zu viel castest, dann explodierst du. Und zwar in einem großen Knall. Das stimmt. Das ist ein Trank. Aber bei meiner Charakterklasse ist es auch so, Bombe. Je mehr ich Overcharge habe, desto mehr Schaden mache ich im Fernkampf. Also ich versuche dann immer das Level auf so einem mittleren Niveau zu halten. Ach du Scheiße, muss man wirklich denn auch so riskant spielen, oder wie? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Eieiei, das ist ja cool. So, hier unten kommen noch ein paar Stormrennen. Zack. Aufs Gesicht. Das war ziemlich dumm. Ist er runtergesprungen? Geben. Ja, okay, muss runter. Achtung! Oh shit, stimmt! Naja, solchen Mönch. Ist tot. Ist er. Ah, nee, tot? Okay. Ja, solchen Gaswerfer. Ja, das ist tot. Siehst du oben rechts immer dann, wenn so eine Spezialeinheit umgekommen ist. Geh mal hier hoch und lass mal die Kanone runter. Das sieht aber auch schön aus, muss man einfach sagen. Ja, das stimmt. Wirklich. Ja, wir spielen noch nicht mal auf ganz hoch, ne? Also ich spiele hoch tatsächlich. Ja, es ist gerade extrem. Gesundheit. Okay. Kanone kommt runter. Irgendwo, war das hier oder nach dem nächsten Gebäude könnte man Grimoire kriegen? Ich glaube nach dem nächsten Gebäude. Ja, dann oben auf dem Fenster und dann rechts irgendwie auf dem... Vielleicht können wir uns ja doch mal holen gleich. Wenigstens ein Grimoire. Eins sollte man machen, wenn man mit Lootbox ein bisschen erhöht. Wenn du noch weißt, wo das war. Kanone! So. Und weiter geht's. Alter, was geht ab? Ich schieß eine Wand ein einfach. Eduard-Style. Ja, Eduard-Style. Einfach weiter, immer durch. Ja, das kann ich auch. Eduard, never stop. Ah! Ja, helft dir. Da ist er down. Du hast mir den Kopf zugeworfen. Ich dachte, wir spielen Tennis. Hättest du die mal gefangen, aber kam Kopf zu mir. Skaven-Tennis. Rattenmann! Slaver irgendwo? Ah, direkt vor uns. Oh nein, der zieht mich. Ja, ich komme. Hab ihn. Oh, Glocken-Action. So. Oh ja, jetzt kommen Ratten. Hab ich gehört. Da oben ist ein Rattenmann, der hat Angst. Keine Angst, lauf nicht, ist alles vorbei. Ja. Oh. Aber nee, es kommt doch keine Horde anscheinend. Ah, hier oben ist diese Munitionskiste. Ah ja, stimmt, hier oben ist die Munitionskiste. Stimmt, ich kann nicht so hochspringen. Nee, wir müssen hier, den Umweg, glaube ich, nehmen. Du, glaub ich, auch. Du kannst auch von unten auch dran springen und hier kannst du auch stehen und kannst dir das einsammeln. Ich habe eine Kiste und. Oh, hier gibt's Verbandszeug, falls jemand braucht. Oh, ja, sehr gerne. Ich nehme einmal ein. Ja, nehmt ihr mal mit. Bei mir sieht es doch gut aus. Jetzt kommt. Oh, jetzt locker da. Ich hab's markiert. Horde kommt. Horde, kommt die aus der Tür? Nee, wahrscheinlich, ja, kommt von überall, oder? Von überall, oh, da kommen sie! Hallo, Hordis! Ey, mach die Tür doch wenigstens auf! Seid ihr doof? Hinter dir? Ja. Ich find's auch lustig, dass deren Feld verbrannt ist, wenn du den Feuer... Ich finde schade, dass sie nicht. Also, die spawnen die Gegner sehr schnell und sehr viele. Das stimmt. Bleibt wenig liegen. Ich würde es geil finden und das wird jetzt zum Spiel passen, wenn dieser Rattenhaufen liegen bleiben würde und du immer höher stehen würdest. Oh, Gasratte. Warpflammenwerfer. Da gehe ich rauf. Ich bin gerade Overcharge. Okay, ist down. Sehr gut. Genau, Warpflammenwerfer. Oh, hinter uns ist die Gasratte. Ich bin schon oben drin. Ja, warte, ich muss mal gucken. Ja, hab ihn.
Okay, dann lass mal schnell oben rein und jetzt muss ich hier aufteilen. Okay, ich komm. Zack. Ich bin drin. Zack, ich komm auch. Zack, Face. Oh, da ist eine Kiste. So, und hier war irgendwo das Grimoire, meinst du? Ja. War das hier oben? Oder... Ja, kann man da rüber klettern oder was? Ist das hier super secret? Die haben tatsächlich manchmal so Spots, wo du so rumspringen musst oder so. Echt? Das ist ja cool. Ja. Teilweise gibt es sogar Steine, die du eindrücken musst und davon irgendwie 5 Stück. Echt? So geheime Steine in der Wand? Alter, nein. Hier war's nicht. Okay, vielleicht warst du auch nicht hier? Warte mal kurz, lauf mal hier nach vorne. Ich hole mal kurz nochmal Munition. Ja. Was hast du denn da für ein Fass? Pulverfass. Das jage ich gleich in die Luft. Pulverfass? Okay, soll ich das mal runterwerfen? Kannst du auch anschießen, explodiert er. Go, Eduard. Ja, warte, ich wollte auch nochmal zurück kommen, Munition holen. Ich dachte, wir machen hier lustige Fass-Action. Ja, ich bist du noch, weg, jetzt stehe ich hier ganz alleine. Aber ich kann ja nicht schießen, nee, ich hab keine Munition. Ja, okay, dann habe ich alleine hier Spaß. Ach, warte, pass auf, ich glaube, das war hier. Warte mal, scheiße. Explodiert das? Okay, oh. Dann über die ganzen Dinge hier. Genau, über die Balken hüpfen. Okay. Da bin ich immer extrem schlecht drin. Nee, das ist ein Assassine, glaube ich sogar. Ne? Oh, da, er hat mich. Er hat mich. Oh, ich bin gerade mitten am Ding jetzt hier super, springen. Danke. Darüber. Oh, ich bin so dumm. Und jetzt hier oben rein, oder wie? So, wo ist denn das Fass jetzt hingeworfen? Das habe ich schon gesprengt. Ich glaube, ja. Muss mal. Irgendwo da okay, war. Okay, ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Nein, mich hat ein. Ah, hier ist was. Ein Assassine. Nee, ja, Moment, könnt ihr mir unten helfen? Jawohl, wir sind unterwegs. Ah, ich habe jetzt eine Leiter runtergelassen. Alles klar, ist down. Uiuiui. Du hast eine Leiter runtergelassen? Ja, auf der anderen Seite, da muss ich jetzt irgendwie hinspringen. Ich glaube, Eduard hat schon wieder eine Glocke geläutet. Kann das sein? Nee. Noch nicht. Die kommen manchmal, wenn wir zu langsam sind. Ach so, okay. Das ist ja wirklich wie bei Left 4 Dead, das ist ja cool. Hey, jetzt muss ich eine Leiter. Ich bin hier auf der anderen Seite. Wo ist jetzt die Waschkiske-Leiter? Die ist auch nicht ganz, ich muss glaube ich von hier aus jetzt ranspringen, weil die ist nicht ganz nach oben. Okay, ich bin da. Moment. Ja, ich hab ein Buch. Wo war sie jetzt? Ich hab ein Buch. Du musst einmal durchspringen, also auf diesen ganzen Balken entlang. Lass uns kurz die Ratten töten, okay? Dann auf die andere Seite und dann durch das Fenster reinklettern. Und dann ist da eine Leiter, die runterlassen kann. Okay. So, ich bin da. Ich habe jetzt ein Grimoire, das bedeutet, wir haben alle ein Drittel weniger Lebenspunkte. Was natürlich sehr hilfreich ist, aber wir kriegen dann am Ende besseren Loot. Und das wollen wir natürlich alle. Okay, da darf ich die auch noch einsammeln oder ist das nur so ein Einmal-Ding? Es gilt für alle, die in unserer Party sind. Ah, okay. Es gibt aber davon, glaube ich, 3 oder 2 Stück. Kannst du mir trotzdem nochmal, ich meine, haben die Zuschauer jetzt gesehen, wo die ist? Ich würde sie mich auch gern sehen. Also genau. Die ist, seht ihr hier dieses kleine Vordach? Können wir das einmal sehen? Dass wir, ja, Steffen, hier, super, genau. Da oben durch und dann auf der anderen Seite aus dem Fenster raus ist eine Leiter, wo ihr hochspringen könnt. Ja, die müsst dann quasi hier über die... Wie kommst du denn da rein? Hier. Genau, da, wo wir rausgekommen sind? Dann genau. Und dann über die kleinen Balken. Genau, ach so, ja, das habe ich gesehen. Dieser Balken, dieser... Dann da rein. Und dieser, und dann da rein. Und dann ist da drinne, wo die Leiter? Zeig auf mal. Auf der gegenüberliegenden Seite. Hier kannst du durchgehen und dann da hinten ist auf der anderen Seite eine Leiter. Ich sehe keine Leiter. Ja, die siehst du, die ist draußen quasi. Auf der anderen Seite... Ach, könnt, draußen? Genau. Ach so, ja, okay, jetzt raff ich's. Einmal durch das Ding durchgehen muss man quasi. Okay. Oh. Mhm. So, jetzt sind wir auch fast durch. Hier hinten ist, seht ihr den Tempel von Sigmar. Man kann nachträglich Körperteile abtrennen. Das war früher mal. Okay, Leute, kommt ihr? Ich bin für Indizierung. So. Ja, aber das sind doch nur Rattenmenschen, Dennis. Okay. Das ist doch nicht so wichtig. Das ist aber krass. Oh, solche Achtung. Was hast du gesagt? Eichhörnchen? Solche hinter uns ist eine Rattling Gun. Wo ist die Rattling Gun? Hinter uns irgendwo. Markier mal bitte. Ja, da ist sie. Sie ist ziemlich weit weg. Oh, sehr weit weg, ja. Treff die auch gar nicht. Oh, hinter uns ist eine Patrouille. Oh, Patrouille. Schick mal hier, zack. Oh, fuck. Rattenmann, stirb du. Braucht ihr da noch Hilfe? Nee, geht schon. Ich muss mich mal heilen. Ja, geh zurück. Hab mich geheilt. Ich habe jetzt aber nicht mehr volle Energie. Ja, das ist wegen dem Grimoire, was wir jetzt dabei haben. Ah, das macht's schwieriger. Ja. Cool. Es gibt dann halt so, wenn du einen Perfect Run machen willst, hast du irgendwie nur noch ein Drittel der Energie und hast irgendwie ganz viele verschiedene Sachen dabei, kannst keine Heiltränke mehr mitnehmen. Alter, seht ihr das hier unten? Diesen Ausblick, es ist ja mega. Waren wir da oder ist das nur Kulisse? Das ist nur Kulisse, wir waren hier rechts, glaube ich, ein Stück weit. Wobei, da unten können wir gewesen sein. Da könnte ja so sein. Oh, wo ist sie? Markiert? Hinter uns. Bei dem Eingang, aber die ist so weit weg, die können wir eigentlich auch in Ruhe lassen. Oh, die kommt von vorne jetzt wieder, Chaoskrieger. Haben wir erledigt. Okay, dann können wir weiter. Ja, stimmt, ich glaube, da vorne kommt sowieso noch mal eine Chaoskrieger-Patrouille, 1 oder 2. Das kann sein, ja. Rattenmann, stimmt. Ah, warte, hier gibt's noch das andere Grimoire, das andere Buch gibt's hier. Echt? Warte mal, komm mal mit. Willst du's mitnehmen? Komm mal mit, das war nämlich hier irgendwo durch die Büsche und dann,
Ah, Geheimgang. Okay, hier ist ein Geheimgang. Genau, und Foliant ist das, genau. Es gibt Foliant okay, und Folianten und Grimoire. Sind okay, weil die machen unsere Dinge jetzt nicht, also da kriegen wir nicht weniger. Du kannst dann aber kein, oder ist eine Red Dead? Ich kann da keinen Heiltrank mittragen, ne. Richtig, genau. Aber die kannst du kurz ablegen und dann. Ja, ich hätte sowieso nichts. Ja, dann. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, also wir kriegen auch gleich noch ein bisschen High. Hier sind noch High-Items. Oh ja, also wir können es noch einmal ganz kurz teilen. Ich würde einen nehmen, wenn das okay ist. Ja, jeder kann einen doch, oder? Ich glaube, aus genug, ne? Hallo, Chaos-Typ. Alter, okay, geht's noch. Munition habt ihr alle? Ja. Ja. Okay. Oh, oh. Oh, Achtung, Chaoskrieger. Genau, da ist er. Okay. Oh, und eine Horde kommt jetzt auch nochmal. Spezialfähigkeit aktiviert. Und eine Horde kriegen wir gleich noch auf den oh, Platz. Oh, es ist ouch. Wirklich so ein Chaos-Dude. Oh, shit. Ja, den muss man ein bisschen ausweichen und damit harten Schlägen voll in die Ömme. Ah, hinter uns, Hilfe! Assassine! Assassine ja, ist down. Ich schlechte die hinten. Ja, lass ja, genau, Engpässe ja. Am besten immer versuchen. Genau. Lass hier auf der Treppe bleiben. Ja, Eduard kommt zurück. Ja, ja Eduard war wieder sein Style. Ich hab doch hier nur. Ich verteidige doch. Wow. Aggressives Verteidigen. Für Eduard müsste es so einen Charakter geben, da braucht man keine Maus für. Das ist ein Berserker. Ja. Du drückst einfach nur Start und er wirbelt dann. Der wirbelt random irgendwo hin. Eduard sollte Zwerg mit der Unterklasse Slayer spielen. Ja. Das, das sind nämlich genau die, die sagen, okay, ich stürme nach vorne und wenn ich krepiere, umso besser. Genau. Leider mag ich hier Zwerg ist noch eine Gasgrade, aber gut, ich bin ein bisschen dumm. So, jetzt ist hier der Last Stand. Hier ist so eine Glocke, die wir läuten müssen. Und dann heißt es Wellen abwehren. Gibt's ja, am besten Tränke gehen wir zurück zur Tür, weil dann, dann können wir nicht im Zingel werden. Okay. Wer ist dieser Mann so da in Bronze? Das ist Sigma. Ich läute mal. Das ist Sigma? Ja. Ja. Ah, und wann, dann hat er wahrscheinlich auch seinen berühmten Hammer da in der Hand, ja? Genau, einmal zurück zur Tür am besten. Nee, wir können, auch hier hoch. Das geht auch. Ja? Auf dem Balkon. Ist hier oben ist cooler, die laufen gleich die Säulen runter. Alle runter. Die kannst du schön. Ist mir so dunkel. Ja, bei mir auch. Das ist ärgerlich. Ich glaube, es sind die Einstellungen. Ich glaube, es liegt an euch. Ich glaube, ihr seid schuld. Alter, was ist denn das? Gamma hier ist ja voll auf schwarzes Loch. Ja, guck oben aufs Hauptbild. So, da kommen sie. So, jetzt kommen die Säulen hier runter. Kann mal schön runterhauen. Alter, ich sehe Shit. Burn, baby, burn. So, jetzt ein bisschen. Oh, ein solchen Mensch. Scheiße, Rattenbrut hat mich. Ich bin down. Ich komme. Wenn ich hinkomme. Au. Ja, wir sind gerade ein bisschen umzingelt. Ei, 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 oh, okay. Da kriegen wir hart auf die Arme. Ja, da liege ich. Bin da. Oh, sehr gut. Guck mal, die hat auch hier kommt. Ja, ich versuch dir. Ich hol ihn, Sehr gut, ich bin geholt. Ja, oh, Achtung. Wo ist Achtung, Ratten. Pestratte gegenüber. Seht ihr ihn? Ja, hab ihn. Sehr gut. Ei, 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 jetzt kommen ganz schön viele hier. Ja. Kommt denn das plötzlich? Oh, scheiße. Das sind echt viele. Spezialfähigkeit Burn. Aktiviert. Ja, immer drauf. Einfach aufkloppen. Das war noch lange nicht alles. Überlebe, hey. Ausrufezeichen. Der war ein bisschen dumm, der Warpfire-Thrower, aber gut. Hey! Ihr kommt hier nicht hoch. Ihr kommt hier nicht hoch. Oh, da kommen jetzt dicke Jungs die Treppe hoch, Achtung! Jo, kommt ein Chaos. Nee, es ist kein Chaos-Krieger, alles gut. Nee, ist normal. Oh, geiles Feuerding. Okay. Wieso hilft uns Sigma nicht da? Macht er doch, er lädt sich jetzt auf und dann, wenn das durch ist, dann explodiert er. Ah, okay, sehr gut. Hier, Ratten kommt von oben, von der anderen Seite. Ja. Oh fuck, ich bin gleich tot. Oh shit, ich bin jetzt schon tot. Oh, ich bin auch tot. Oh, Leute, ich liege auch, Dennis. Ja, Fuck. Ja, jetzt liegt alles an Dennis. Der macht das. Du machst das, komm. Du kannst mit rechtem Maus verteidigen. Easy, guck mal, und schon stehen wir wieder, zumindest die Hälfte. Der Feuermage ist da, der ja, ist müssen ein bisschen in Bedrängung. Au! Jetzt kommen hier wieder so viele. Okay, ich komme. Oh, ich glaube, der hat vielleicht die Welle. Achtung, Bossmaster, raus. Hey. Oh. Scheiße, liegt schon wieder. Ihr seid die Besten. Wir liegen schon wieder. Okay, ich versuche euch aufzuheben. Ich kann auch gleich kommen, ich habe jetzt mehr Leben. Ja, super, danke. Sehr gut. Oh, Alter, und ich bin direkt down danach. Ja, hier ist irgendwo ein Warpfire-Thrower, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite. Oh, danke. Jetzt müssen wir hier weg. Ja. Ich weich nach hinten aus und nehme irgendeinen Trank. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Trank ist. Nimm einfach, was du hast. Aber wir haben es, glaube ich, auch gleich geschafft. Ja, ist gleich durch. Sehr gut, sehr gut. Achtung, solche Mönche. Oh, shit. Alle down. Sehr gut. Das geht alles noch. Oh,
Wo kommt ich habe jetzt auch wieder ein bisschen weniger Overcharge, das heißt, ich kann ein bisschen kämpfen. Daumen ist ein Seuchenmönch. Ja, hier sind überall so Rattenmönche. Fuck, ich bin gleich wieder down. Komm wieder zurück nach oben. Ja, wir sollten auf die Treppe wieder gehen. Das wäre so Treppe. Okay, okay, noch schön zusammenbleiben. Oh, fuck. Alter, diese blöden Barbaren immer mit ihren... Ich bin der Assassine, hat mich. Nee, alles okay. Gut. Oh, alles gut, ah, cool. Dich. Alles gut. Oh, es explodiert, ich hab's geschafft. Ach, echt? Ja. Ganz, jetzt, ganz knapp. Ganz, ganz knapp, ja. Jetzt nicht durch das Gift laufen und dann einfach hier die Treppe runter. Das war doch easy. Hui, 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 hui. Also ich hab noch ein HP gleich. Ei, ja. Ei, 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 ei. Aber wir haben ein Grimoire und ein Folianten. Das ja, ist richtig. Sehr gut. War das das Ende? Ja, ja, das war das Ende. Das ist das Ende. Jetzt in Warp rein hier, oder was ist das? Ja, und weg. Spiel durchgespielt. Ja, für immer. Alter, geil. Und jetzt gibt's Loot. Ja, jetzt gibt's dich. Boah, alter Schwede. Ich bin gespannt. Sieg. Es ist am Ende immer noch so ein bisschen Nervenkitzel. Ja. Also jedes Mal. Und das ist auch echt immer knapp. Also bisher so richtig easy Durchlauf gab es bisher noch gar nicht. Und wir spielen gerade tatsächlich auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Ja, das ist das erste Level. Das erste Level auch noch? Ja. Ach Quatsch, und es gibt ja, wie viel? Fünf oder so, ne? Nee, es gibt nur mehr, ja. Es gibt mehr, es gibt drei Akte mit. Guck mal, jetzt sieht man auch, was Level es gebracht hat, diese Folianten einzusammeln und diese Grimoire. Wir sind ja alle nicht mehr Level 1. Stimmt, ja. Oh, ich habe einen Talentpunkt gekriegt, das ist schon mal sehr gut. Eine Truhe. Ich auch. Und jetzt gibt es gleich nochmal Bonus für die gesammelten Geschichten. Ja. Bei mir lädt er ein bisschen länger gerade. Das ist ja okay. So, jetzt kriegen wir hier nämlich Foliant, Grimoire und Runhalds Gabe. Die kriegt man irgendwie immer. Und jetzt kriegen wir hier verbesserte Truhen, die uns einen besseren Loot geben. Das haben wir gekriegt. Ich habe eine Save des Händlers. Ja. Okay. Ja, so das ist, ich hätte jetzt gedacht, dass sie zwei Bücher haben und alle überlebt haben, wäre da mehr rausgekommen. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir auf Rekrut spielen, ist es nicht ganz so. Okay. Nee, ja, okay. Der Dein ist Rechner enttäuscht nicht vom Loot. Nee, meiner lädt gerade noch, aber vielleicht liegt es am Loot. Ne? Vielleicht habe ich den geilen Loot. Deswegen lass ich mal ruhig Zeit zum geilen Loot laden. Ach, der lädt bei dir noch. Hier haben wir Statistik. Ja, ja, das ist ja, wir kriegen alle das Gleiche, also immer die gleiche Qualität. Dennis hat auf jeden Fall hier abgeliefert. Nee, ich krieg den besten. Das ist, glaube ich, die Geschwindigkeit. Ne? Aber können wir das immer so festhalten für die Ewigkeit hier? Mit der Statistik. Nein. So. Was steht denn da? Was meinst du? Ja, das ist aber nur, dass ich ziemlich geil bin. Da, wo es gut eingekreist ist, ist der Beste in dieser Kategorie. Ja, ja, geil. Ich habe den meisten erlittenen Schaden. Ah, die meisten super. Und Rettungen. Du meisten Kopfschüsse hast du, genau. Bekommen? An die Kopfschüsse habe ich ja. Nee, ausgeteilt. Den ausgeteilt, ja. Ja, ist doch super. Ja, ich bin super, ne? Klasse. Aber also, ehrlich gesagt, ist es Eduard gewesen. Da steht nämlich ganz klar seine Zahl eingekreist. Aber wir können einfach mal nächste Wiederbelebung. Ach, stimmt. Ja, der Wilder so ist oft nicht der beste Weg. Guck mal, fertig geladen. Bei mir, guck mal, zahlt sich ab. Warte mal, wieso habe ich jetzt kein Loot gekriegt? Doch, hast du in der Mitte. Hast du auch. Es wurde nicht angezeigt oder nicht gezeigt. Okay, alles ist gut. Alles ist gut. Ich würde sagen, wir laben uns an unserem Loot. Und ihr labt euch an diesen Produktinformationen, die wir für euch einblenden. In 5 Minuten sind wir wieder da mit dem nächsten Level in Warhammer Women Teil 2. Bis gleich. Willkommen zurück hier in der Welt von Warhammer mit 4 lustigen Rattenschlechtern, die gerade eben eine erfolgreiche Mission abgeschlossen haben und dementsprechend verdienten Loot bekommen haben, oder? Nee. Ich glaube, keiner von uns hat es ausgehalten, den Loot nicht zu öffnen, doch, Dennis. Außer Dennis. Doch, außer Dennis. Und der zeigt ihn euch jetzt mal. Okay, gucken wir mal. Also wir haben, ich in meinem Fall habe 2 Lootboxen bekommen, weil man immer eine goldene Truhe bekommt, wenn man eine Stufe aufsteigt. Das heißt, ich bin eben eine Stufe aufgestiegen. Und wir haben den Safe des Händlers bekommen. Das heißt, es ist erst nur eine ganz normale Holzkiste. Und je mehr wir im Level schaffen, je mehr Sachen wir einsammeln und mitnehmen und desto besser wir abschneiden, desto besser wird sie. Und die ist jetzt, glaube ich, nur so auf der zweiten, maximal dritten Stufe. Ich glaube 3, ja. 3 geht so. Und jetzt gucken wir mal, was drin ist. Okay, grün ist schon mal selten, das ist ganz gut. Machen wir mal alle auf. So. Und 3 Halsketten, das ist schon mal super. Genau, wichtig ist auf jeden Fall, es gibt ja keine, haben wir vorhin schon gesagt, keine Profilwerte, sondern es gibt einfach nur den Kraftlevel. Das heißt, je höher die Kraft, desto besser. Schadensverringerung gegen Skaven. Ja, gucken wir mal, das ist vielleicht von der Kraft nicht schlecht, aber ich finde meinen plus 17 Gesundheitsbonus gar nicht so verkehrt. Ach, die haben auch noch so Spezialsachen. Ja, ja, genau, wenn sie, wenn sie eine Seltenheitsstufe haben. Du siehst, also der hat jetzt 10 Kraft mehr als den ich habe, als mit denen der jetzt ausgerüstet ist, aber ich kriege ja plus 17 Gesundheit bei der einen. Der andere, naja, okay, schauen wir mal. Kann ich ja gleich, kann ich gleich ausrüsten. Genau überlegen, nee, das weiß er nicht, genau. So, gucken wir mal meine. Und das ist die nächste gute Truhe, ne? Genau, oben. Aber die hat 2 blaue. Shit drin. 2 blaue, Alter, was geht ab? Ich habe noch nie sowas Buntes gehabt.
Und neuer Bogen zu. Nee, werde ich aber nicht nehmen, weil die Munition nur 16 Schuss. Ich meine, ich kriege zwar mehr Munition durch meine Klasse, aber ich brauche 74 Schuss. So wie ich schieße, brauche ich da einfach mehr. 74 Schuss, das ist die Zahl, die man sich merken muss. 74, das ist die optimale Anzahl von Schuss, die ein Dennis Rupert braucht. Richtig, richtig. Ein Vermintide-Level. So, aber das Amulett sieht doch schon mal gut aus. Das plus 6 auf was? Plus 6% auf Kraft gegen Chaos. Was heißt denn jetzt Kraft? Kraft ist am Ende der Power-Wert. Also im Endeffekt der einzige Wert, mit dem deine Stärke gemessen wird. Also Schaden ist Schaden. Auch mit drin. Genau, da bist du alles irgendwie mit drin. Genau. Ah, okay, also es ist besser als Schaden gegen Chaos. Weil das gibt's ja auch. Müsste eigentlich tatsächlich ein bisschen besser sein. Ja, also stimmt. Für meine Frage ist verständlich, oder? Ich verstehe, was du meinst, ja. Okay. Ja, ja. Guck mal hier, das Ding, die Halskette hier rechts hat so eine kleine Pickelhaube. Wo ist die Truhe da? Die Truhe hat eine Pickelhaube, du hast vollkommen recht. Das ist ja nicht drauf. Finde ich ein bisschen befremdlich. Sich gerade drauf. So, aber die Krux des puritanischen Ideals, der ist doch super. Plus 8 Schadensverringerung gegen Flächenschaden, minus 16% Ausdauerkosten für Blocken und Kraft von 65, super. Dann rüste ich mich aus und in der Zwischenzeit könnt ihr die nächste Mission irgendwie schon machen. Ja, ich kann mal gucken, was wir hier noch haben. Ich habe noch nicht alles freigeschaltet, deswegen schauen wir mal, was ich jetzt hier noch als... Können wir nicht einfach die nächste Mission machen? Können wir machen. Die Höllenglocke wäre das. Okay. Und wir sind tatsächlich in Helmgard. Helmgard heißt die Stadt anscheinend. Ja. Wollen wir auf Veteranen spielen oder wollen wir erstmal weiterhin nochmal auf Rekrut spielen? Können wir auf Veteranen? Ja, es war halt eben schon ziemlich... Das war eben echt knapp, ne? Also ich glaube nicht, dass es spannender wird für den Zuschauer, wenn wir jetzt eine Schwierigkeit... Ich glaube, das Spiel bleibt das gleiche. Ich glaube, das Spiel kann das gar nicht so richtig nachvollziehen, dass es jetzt schwieriger ist. Wir schlagen uns ziemlich gut. Wir können auch gar nicht spielen, weil nicht alle auf Heldenkraft Level 120 sind. Ach, unglaublich. Ah. Aber na gut, deswegen machen wir Rekrut. Ja, ich habe 70, also... Achso, okay. Einmal alle annehmen, bitte. Die Höllenglocke. Genau. Ist das nicht so ein Skaven-Gefährt, riesengroß auf dem Schlachtfeld? Ja. Kannst du das genauer erklären, Dennis, was die Höllenglocke ist? Die Höllenglocke, das ist im Endeffekt, die Höllenglocke wird immer geläutet und da sind irgendwelche magische Kräfte irgendwie so mit drin. Die ist die hat so einen Warp-Kern. Also Warps ist dieses magische Gestein, das vom Chaos kommt und die Skaven stehen da total drauf. Deswegen bauen sie die Warpsteine überall ein. Und diese Höllenglocke, da läuft immer mal, oder da reist meistens immer so ein grauer Prophet mit. Das sind die Skaven mit den Hörnern, diese Magier. Und die führen die im Endeffekt ganz grob gesagt an. Und dementsprechend ist es eine sehr starke Waffe, weil wenn die einmal schlägt, dann werden die Energien freigesetzt. Boah, hast du nicht gesehen. Okay. Und alle Skaven sind dann super motiviert. Genau. Und wenn du dann mit einer Höllenglocke mit 2 Würfeln eine 13 würfelst, dann hast du das Spiel gewonnen. Ist das so? Nee, das haben sie, glaube ich, irgendwo mal als Witz reingebaut. Achso, mal 13 lustig. Kann man nicht mehr. Nee, kannst du nicht. Okay, jetzt habe ich ihn auch. Das wäre aber super lustig. Also wenn dann wirklich einfach so total unwahrscheinlich, aber es geht. So. Gleich hier ein Konstellationstrank. Ich nehme ihn mal mit. Ich habe jetzt übrigens nicht mehr meinen Streitknüppel, sondern ich habe jetzt einen Dolch. Okay, ich habe an meiner Bewaffnung nichts verändert. Ich habe einen Degen genommen. Alter, was ist denn mit Hattest dir passiert? Hattest du dich eben auch schon liegen? Nee, gerade hatte ich eine Axt. Oh, hier ist noch ein Konstellationstrank. Ich nehme den mal mit. Und Dennis hat jetzt eine Hellebarde statt einem Zweihänder. Ja, ich habe nur Shit gelootet, außer diese Hellebarde. Wobei, die ist auch Shit. Die ist genauso wie mein Schwert, was ich vorher hatte, nur hat ein anderes Moveset. Ja, immer ist gegen gepanzerte Gegner. Genau, richtig. Ich habe am Anfang noch kein Glück. Aber das ist auch gut. Ich finde das super, wenn man nicht am Anfang direkt mit Purple Super Epic Legendaries vollgeschissen wird, sondern dass man sich das erarbeitet. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch gewollt. Also am Anfang kriegst du wirklich viel, schaltest du erstmal verschiedene Waffentypen frei und nicht besonders gute Waffen. Und dann so mit dem ersten, so mit ab Level 7, wenn du auch die erste Unterklasse freischaltest, dann kriegst du auch viel besseren Loot. Oh, hallo Rattenmann. Weiß irgendjemand, wo lang? Ich glaube, hier durchs Tor. Ich bin mir auch nicht. Hier ist auch irgendwo. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern. Komm mit, ich habe da was gefunden. Das könnte sein, dass es da vielleicht was Nettes gibt. Ja, ich glaube auch. Hier gibt es ein Grimoire hier oben. Okay, oder ein Foliant. Okay. Das gucken ich bin mir ziemlich sicher, ja. Du musst hier also irgendwo die ganzen Maps oder? Sind auch sehr, sehr so labyrinthartig. Ja, die sehen cool aus. Nee, war das hier? Nee, es war irgendwo anders. Aber es sieht ähnlich aus. Sieht so aus, ob hier irgendwas sein könnte, ne? Ja, aber hier ist, glaube ich, nichts. Gazred? Oh. Hab ihn. Alter, nicht schlecht. Noch einer, oh fuck you, du seltsamer. Habt ihr ihn? Ja. Sehr gut. Ein Warp-Flammenwerfer war das. Da unten ist ein Heiltrank schon. Den wären wir natürlich nicht gut. Das ist halt immer kacke, ne? Wenn du gleich am Anfang irgendwie Heil-Items bekommst und eigentlich schon genau weißt, das kann ich jetzt überhaupt nicht benutzen. Und das ist noch ein Heiltrank. Ja, komm. Wie viel kann man denn? Ah, nee, ich hab schon einen, ja. Ja, ich weiß, was Steffen meint. Ist schade, aber
Vielleicht brauchen wir sie ja doch noch später. Oh, Horde. Das, jetzt kann es natürlich sein, dass wir die gleich brauchen werden. Alter, diese blöden Berserker hier. Die Berserker sind hart, ne? Wie machen wir das? Alles schön zusammen in der Mitte stehen. Lass uns mal bei den Tränken bleiben hier. Lass uns mal hier hinkommen zu den Tränken. Lass uns mal in die Ecke gehen, oder? Irgendwie so. Ja, so, da kommen sie auch schon. Oh, ja, das kriegen wir alles hin. Oh, das brennt. So viel Blut. Das war's. Ihr seid schon relativ stark. Ich krieg gar nichts mehr. Ja, der Feuermagier rotzt hier mal alles weg. Hier kommen die nächsten. Ich komme von hier. Ja, aber das kann ich auch nur ein, zwei Mal machen. Dann ist meine Overcharge-Power schon voll. Ja, aber einmal reicht und alle sind tot. Ach, jetzt trinke ich aber hier mal. Ich habe gerade ein bisschen was abgekriegt, aber nicht so viel. Ich mache jetzt auch bei kritischen Treffern Feuerschaden. Das ist ja cool. Oh, Magier. Oh nein, Hilfe. Was? Hab ihn. Ja, cool. Leech. Okay. Alle cool? Ja. Ja. Oh, Achtung, noch, hier ist irgendwo noch ein Magier. Oh, shit. Wo? Die Frage. Wenn ihr ihn findet, markiert ihn. Der Strudel bewegt sich ja auch, ne? Also passt ein bisschen auf, wenn ihr hier sonst reinkesselt. Oh, shit, ich bin reingestrudelt. Oh, fuck. Ja. Sonst, Glas, kommt runter, kommt runter. Runter? Ja, hier müssen wir eh lang. Shit. Aber Dennis muss erstmal zu uns kommen. Ja, ich versuche es. Man kann ja nicht. Oh nein, jetzt bin ich auch mit drin. Ich bin bei euch, alles gut. Oh, ihr kommt zu uns. Das erinnert mich ein bisschen an die Szene aus hier der Verarsche von Herr der Ringe. Tanz Samba mit mir. Samba die ganze Zeit. So, ich bin wieder da. So hin und her gewedelt wird. Alles gut, alles gut. Oh, hier ist einer. Da war einer. Ui. Na, das ist eine Milizengrube. Oh, hier hat jemand tiefe Stimmen. Hier braucht jemand Munition. Oh ja. Hier ist einer. Komm her, Buddy, ich schieß dir ein Gesicht. Oh. Ja, wir müssen hier durch das Feuer. Oh, das sieht aber richtig geil aus. Oh, hier ist ja schon aus. Hier ist eine Bombe, ich nehme eine Bombe mit. Jo. Und da kommt die nächste Horde. Oh, hier links ist ein Schweinestall. Oh, das sieht. Alter! Achtung, Dennis, hier kommt eine Horde. Hier ist, ich glaube, ich habe einen Endboss. Oh, ne, ich habe mich schon getötet. Das ist ein Schwein. Dennis, komm lieber zu uns, anstatt dich um die Schweine zu kümmern. Na, hinter uns, okay, okay. Ich dachte, wir versammeln uns bei den Schweinen und nutzen ihre Macht für uns. Die Macht der Schweine. Yep. Hey, die können sehr dolle furzen, ne? Ja, das stimmt. Sieht man ja hier. Ah, ne, das war der Typ hier. Aber Guess Red. Never know. Vielleicht warst du es auch, Steffen. Ja, hey, das so. Oder kommen noch mehr aus der Richtung, aus der wir gerade geschlecht haben? Wollte ich gerade sagen, gut, dass du es machst. Ein paar. Das ging ja noch. Kommt da irgendwo viele da? Oh, hallo. Ich sag ja, bei den Schweinen, ne? So. Und auf dieses Feuer muss man. Oh, wer hat denn das Feuer gelegt hier? Alter. Nicht ich. Okay, aber anscheinend schon jetzt. Oh, guck mal. Oh. Das ist auf die anderen beiden kurz warten, Dennis. Ja, warte mal bitte. Vorne ist schon wieder Heilung. Zack. Schön. Oh, der Dolch ist cool, der ist super schnell. Ich glaube, wenn wir hier rechts durchgehen durch das Haus, kommen wir zu einem Folianten oder so. Oh, ich habe eine Brandbombe. What's the Grimoire sogar? Bin hinter dir. Weiß es nicht. Zeig mal den Folianten. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Ich habe das Level bisher auch nur einmal gemacht. Ich glaube, hier außen. Nee, wir müssen erstmal hoch. Sind auf jeden Fall mega viele Tränke hier überall. Hey, Buddy. Die wussten wahrscheinlich, wie schlecht wir beim letzten Mal waren. Hier, ich habe ihn gefunden. Ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Komm mal hoch, Dennis. Ja, ich bin hier. Dann, der andere Dennis. Ja, ich bin schon auf dem Weg nach oben. Genau, ihr müsst hier einmal links um die Ecke springen. Easy. Was? Woo, links um die Oder? Ecke. Ja doch, und dann hier links weiter. Und hier oben ist er. Oh, Alter, ich habe einen Foliant. Wollt ihr den alle mal sehen, wo der liegt, bevor ich den aufhebe, meinen ersten Folianten? Oder schnapp ihn dir. Ist egal, wer den aufhebt. Ja, ja? Ja, nimm ihn dir. Also, du kannst keine Heil-Items mehr mitnehmen dann, ne? Da musst du ein bisschen aufpassen. Nimm noch den Trank zuerst. Benutz den gleich einmal und dann kannst du dir das Ding bestimmen. Okay. So. Da ist noch ein Trank. Jo. Okay, jetzt habe ich den Folianten. Ich bin jetzt der wichtigste Mann hier in diesem Dorf. Hier, Dennis. Wo geht's denn hier überhaupt weiter? Mr. Robert. Ja? Du kannst den Trank hier nehmen. Ich brauche ihn nicht. Wir haben beide gleich viel wenig Leben. Wenn ihn keiner will, dann nehme ich ihn. Wir müssen noch mal durch das Haus wieder durch gleich. Okay. Auf der anderen Seite raus. Okay. Oh, hier ist irgendwo ein Assassine. Ja, ich höre ihn. Genau. Hier ist noch ein Heiltrank. Hier ist noch einer, den nehme ich. Dann können wir hier auf der Straße weiter. Hätte bestimmt noch anders gehen können, aber ich.
Dahinter ist irgendwas. Das ist, glaube ich, nur ein Barbaren. Ah, shit, hinter mir ist ein. Jo, sind da. Hui. Hier oben ist ein Warpflammenwerfer auf der anderen Seite. Ja. Machen wir okay, haben wir schon. Machen wir den Abschied. Alter, du rockst hier richtig. Ja, der Steffen, ne, der ist ein bisschen im Bar. Ja, ja. Ja, das ist, ja, da merkst du, einen guten Start. Der hat aber auch krasse Items bekommen eben gerade. Das ist richtig, ja. Ui, der Spucknapfmarkt. Berühmt. Oh, hier gibt's auch ein. Oh, oh. Grimoire. Oh, ich weiß nicht, wie der hinkommt. Oh ja, oh, shit. Ja, komm, fress den Feuerball. Hier von mir auch. So. So, bitte. Oh, hinter uns. Hinter uns habe ich im Griff. Oder? Sehr gut, noch da. Ah, oh, sehr gut. Hier könnte jetzt gleich auch ein Vetter kommen, ein Boss. So. Vorsicht, spitze Gegenstände im engen Gang. So jetzt her. Ne? Man denkt immer, man hat alle im Griff und dann steht ein so ein Typ hinter einem und ja, kloppt einem aufs Gesicht. Ich habe hier hinten alles im Griff. Okay, sag Bescheid, Dennis, wenn du irgendwie. Ja! Woo. Geht's? Ja, sehr gut. Das vielleicht läuft ich doch den Heiltrank behalten sollen. Du kannst auch. Muss mehr blocken, hier ist ich. Muni. Ah, Muni ist fern. Bueno. Oh shit, guck mal du. Hier oben ist auch ein Grimoire oder ein Foliant. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie man da hinkommt. Oben. Hier direkt über uns quasi. Ich gehe hier in die Kiste rein, das ist nichts, okay. Man muss hier über irgendwie auf diesen Marktstand ja. Und dann irgendwie auf den Baum und dann irgendwie so rumspringen. Auf den Baum? Ich glaube, ja. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Auf den Baum. Da oben ist auf jeden Fall diese Kiste, seht ihr die? Ja, ich da drin ist, glaube ich, ein Foliant oder ein Grimoire. Okay, ich schaue euch zu, wie ihr das macht. Das ist leider nicht so einfach. Oh. Ich komme nicht mal hier auf die. Ah, jetzt. So, das ist ein Blick. Ein Anblick so, und jetzt kannst du. Ja, Dennis hat es eigentlich fast geschafft. Er macht das wunderschön. Oh, guck mal, wie er da auf dem. Ah, komm doch nicht mal hier hoch. Oh, das macht ihr ganz toll. Und nee? Duck Jumps sind übrigens auch ein Thing, ne? Also, ich glaube, Duck Jumps helfen manchmal. Tatsächlich? Mm, okay. Ja, das sieht sehr professionell aus. Moment. Jetzt, ich hab's geschafft. Ah, okay. Na, ich nicht. Und hier ist ein Foliant. Ja, dann nehmen wir dir mal. Warte, erstmal trinke ich mein Getränk hier. Ja, super, guck dann mal. Schon ja, warte, bevor du weiter rennst. Ich okay. Guck doch und mich mal weiter. Dann haben wir jetzt zwei Folianten, das ist ziemlich gut. Schon mal. Ja. Oh, Achtung, Gastro. Oh, guck mal, der schmeißt. Ja, ist schon da. Oh, ist der dumm. Dann lass uns mal, hier geht's weiter. Hat einer einen Heiltrank für mich? Nee. Den nächsten. Ja, komm her zu mir. Oh! Komm her zur Elfe, die gibt dir was. Ja, der. Ja, lass ihn da liegen. Ist er tot? Bleib stehen. Okay. Ach, kann ich dir gar nicht kannst geben. Kannst du mir das einfach nicht in den Mund? Nee, es geht leider nicht. Leider nicht. So, trink! Schade. Es geht leider nicht, weil du den Folianten dabei hast, deswegen. Sonst kannst du die Items weitergeben. Ja. Ja, können wir den nicht tauschen? Oder kann ich mit dem Folianten sonst irgendwas machen? Nee, du kannst nur, wenn heute irgendwo jetzt ein Heiltrank rumliegt, dann kannst du den aufnehmen. Aber du kannst nicht tauschen. Ich kann nicht mal Leute schlagen mit dem Folianten. Nee. Ja, ist immer schade. Oh, Achtung. Oh. Hab ihn. Sehr gut. Wir können mal gucken, ob wir irgendwo ein Munition finden. Wenn jemand Munition braucht. Oh, jetzt eine Bombe, die nehme ich mal mit. So, und dann geht's hier weiter, genau. Schnips. Dann Feuer. Das sieht aber bisher auch ganz gut aus hier für uns. Mhm. Wir hatten aber noch keinen Boss-Encounter. Stimmt. Das könnte dann. Was ist der? Wir hatten letztes Mal aber auch Munition. Nur einen, ne? Ich meine, ja, gut, der Troll kam an einer sehr ungünstigen engen Stelle. Ja. Oh, jetzt. Oh. Das ist hier eine stärkere Stärke. Den nehme ich. Oh, sie kommen. Seht ihr das? Ja. Oh, Alter, dieser Feuerballmann, ey, das ist heftig. Und hier ist auch noch ein Heil. Hier ist so ein Heil-Ding. Das kannst du nehmen, Dennis. Auf dem Wagen. Ja, ich schaue gleich nach dem Wagen. Oh ja, hier ist ein Verbandszeug. Und ich okay, Verband. Warte mal kurz, ich hole mir noch mal Munition. Ja. Das hat jetzt gerade mein ganzes Munitionsvorrat aufgebraucht. Okay, Rami. Jetzt noch Dennis aufpassen noch. Ja, wir stehen hier. Und okay, aufgeladen, ich komme zurück. Sehr gut. Und dann können wir weitergehen. Ich wünschte, ich könnte rennen. Ja, das ist so ein bisschen das fehlt echt. Es gibt aber für, ich glaube, für den
Söldner gibt es halt diese Fähigkeit, wo er so durchrusht durch andere. Gibt es für die zweite Unterklasse des Elfen auch. Ah, okay. Zack. Irgendwer Heiltrank, sonst nehme ich den Fix. Nee, nimm gerne. Mir ist ganz gut aus gerade. Alter, was geht denn Geiles mit dem? Seht ihr das? Hier ist Munition. Hätte ich gleich zurückbringen wollen. Der sah gerade ganz lustig aus. Alter, Mage, lass mir noch mal einen über. Sorry. Oh. Oh, hier. Tränke. Stärke und Heiltrank. Hier ist aber ein Assassine, glaube ich. Und Munition. Assassine? Oh ja. Ich habe zumindest was gehört. Ja, es war, glaube ich, kein Assassine. Ja, hinter mir. Dennis, hier ist er. Seht ihr den? Hier ist hier, hinter mir. Kannst, denk mal dann. Nee, das ist ein Warpflammenfucker. Ja, alles gut. Meine, der ist tot? Jo. Okay. Dennis Robert, wie kannst du mal. Achtung, Moltenbändiger. Oh, ja, ich komme. Hab ihn schon. Ah, oder du. Alter, da schieße ich. Naja, gut, sorry. Hier, Hier sind du kannst die Stärke dran nehmen. Oh, Encounter. Wollen wir hier drin bleiben? Ja, können wir machen. Oh, Achtung, oh, Troll. Oh, ist ein großer Mann. Ja, Troll. Ich werfe einen Feuer. Das kannst du gerne machen, ja. Triangel. Wie viel Schaden kriegt der denn? Oh, shit. Das sind meine Pistolas. Also, okay. Fast down. Ja, geh drauf, 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 drauf. Ist ja schon wieder ein geilen Troll. Ja. Okay. Das ist auch ganz gut, weil die sind nicht ganz so stark. Das stimmt. Ja, ich hätte gerne. Also, das ist die Chance, dass wir zwei Gegner erwischen und dass zweimal die gleichen sind, finde ich nur schade. Ah, shit. Scheint es ja nicht so viele zu geben. Ja, es gibt, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Arten. Na, es ist jetzt kommt eine Horde, Achtung. Drauf, drauf, drauf. Und weg. Ich versuche die Horde ein bisschen im Griff zu halten. Mach das. Ich schiebe mir meine Helle. Ich sehe nichts, hab ich voll gekotzt. Oh, der geile Troll, gleich ist er weg. Oh, oh, oh shit, oh shit, oh shit. Geil, Troll ist tot. Geil, Troll. Ich muss dringend mich mal kurz heilen. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ma. Junge, Junge, Junge. Junge. Oh, da kommt noch mehr. Es reicht mit dem Schießen. Ach, die gute alte Weise ist immer noch am einfachsten. Reiner mit dem Speer. Oh, oh, Achtung, Magier. Oh. Da steht er. Jo, okay, ist down. Ich muss mal kurz Medic-mäßig mir einen abheilen. Mal eben richtig schön einen abheilen. So, geil. Ich bin wieder cool. Sehr gut. Folianten habt ihr alle noch dabei, ne? Ja, passt sind noch alles. Zwei von drei angezeigt da. Hier ist eine Bombe. Bombe, ich nehme die mal mit. Ich habe meine gerade eingesetzt. Können wir hier einmal rüber? Hopps, dich hopp. Hep. Oh, hier ist immer wieder was. Wie? Oh, wer ist denn da von hinten? Oh, fuck. Oh, Achtung. Hier sind ein paar, Berserker. Kein Problem. Oh, Mann. Also ganz ehrlich, diese Gegner sollten ihre Körper besser schützen, ja, oder? Das also das ja, ist schon ein bisschen schwach, ne? Wirklich. Die haben einfach nicht so eine gute Schultermuskulatur. Hier ist noch ein Trank. Wo ist ein Trank? Ja, naja, eine Schultermuskulatur. Aber das ist kein Heiltrank. Oh, da oben ist noch einer. Das ist der mit mir alleine. Ich glaube, wir sind auch. Hallo. Zack. Wir kommen auch jetzt in die Nähe der Glocke schon. Oh, in der Mitte durch. Das hatten wir auch noch nicht. Geil. Oh, da sieht man, was das Problem mit dem Kopf ist. Der ist sehr locker. Ja, das ist sehr das locker, Problem, sieht man hier. Oh, da oben ist grün. Da oben ist Warp. Da oben ist die Glocke. Ist das hier, sieht man es, Bruder, Heilung? Oder wer ist das jetzt hier? Dennis, weißt du das? Nee, das weiß ich leider überhaupt nicht. Totenkopfmann? Nee. Hier ist ein Verbandszeug. Wow! Verbandszeug, wer Dennis möchte Robert? Das? Ja, wo ist es markiert? Hier, ist schon markiert. Hier, Tevi takiert. Dankeschön. Ach, mir geht es plötzlich richtig, richtig gut wieder. Uiuiui. Erinnerungstreppe. Meine Fresse, ey, wo die hier bauen. Die haben das Sprichwort mit nicht auf dem Sand bauen echt zu ernst genommen. Ja, besser hier irgendwie in eine Klippe rein, als irgendwo mit aufs Feld. Hier ist noch Verbandszeug, wer will? Braucht noch jemand? Sonst würde ich das nehmen. Ja, ja nimm ruhig gerne. El Eduardo. I do it. Hier ist noch ein Zauberer. Da. Oh, ich hab. Oh. Ja, warte, den nimm. Scheiße, ah, der ist geportet. So, wohin? Schwein. Ja, oh, das ja, ich hab ihn hier. Er ist, ja, er ist down. Direkt in meine Hellebarde geportet. So dumm. Vollidiot. So dumm.
Uiuiui. Alter, der hat zwei. Ach nee, Alter. Jetzt ist er zwei. Gibt es. Aber hast du das gesehen? Bei mir sah das aus, als wäre das ein Skaven mit zwei Köpfen, weil die ineinander gespawnt sind. Und das wären ganz tolle Gegner, muss ich mal das sagen. Das stimmt, aber gibt's schade, dass das nur ein Bug war. Ja, mal gucken, ob sie irgendwann nochmal was vom Züchterclan bringen, weil die Skaven haben auch unterschiedliche Clane mit Fähigkeiten. Ja, ne? Und bei Chaos. Oh, hinter uns, ich kümmere mich um hinten. Ich auch. Okay. Jetzt kommen wir gleich zur Glocke, Leute. Da sind so Verankerungen mit Ketten. Die müssen wir zerstören. Okay. Es gibt, glaube ich, links zwei, vorne zwei und rechts. Ne, drei sind es jeweils, genau. Drei vorne, drei links, drei rechts. Wenn wir die zerstört haben, fällt die Glocke in sich zusammen. Seht ihr diese Elfe da vorne? Da kriegt man nichts ab. Steht da vorne, mal alle tot, ne? Komm mal runter. Die spawnen auch immer weiter jetzt. Genau, komm mal runter. Also, genau, die spawnen immer weiter. Das bringt also jetzt nichts, irgendwie jetzt zu versuchen, die Wellen aufzuhalten. Naja, vielleicht hätte ich dann auch noch mal einen abgekriegt. Stimmt. Okay. Komm mal mit. Oh, hier, die Glocke. Wir gehen erstmal nach links. Die kenne ich aber. Das kann sein, dass diese Dinger müssen wir kaputt haben. Genau, diese. Ah. Und es geht auch nur mit dem Nahkampfangriff. So, jetzt gleich weiter. Gleich weiter? Ja, gleich hinter die Glocke quasi einmal. Okay, ich mach das, was ihr sagt. Halb. Da auch die Sachen zerstören. Geh hoch. Zack und zack. Und links müssen wir noch hingehen. Sehr gut. Ja. Oh nein, ich komme hier nicht hoch. Und dann kommt aber auch nochmal ein Boss. Ja, natürlich. Als andere wäre langweilig. Okay, okay, okay. Wir haben es also gleich. Es stützt gleich die Glocke in sich zusammen. Geil. So, Grums. Weg ist er. Und jetzt kommen sowohl eine Horde als auch noch ein Boss. Da müssen wir gucken, was es feiner wird. Ein Rattenogre wäre geil. Oder ein Stormfiend. Ja, aber bitte keinen Chaos-Spawn. Okay. Ich will einen Bloodthirster. Den gibt es zum Glück nicht. Es ist ein Rattenogre. Nice. Ein ganz normaler Rattenogre? Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall machbar. Oh shit, das ist ein Rattenogre! Yep. Der heilt sich auch nicht, also einfach drauf. Alter, der Ich komme. Okay, Steffen macht das. So, hilf! Scheiße, ich muss hier irgendwas machen. Achtung, rechts von dir ist ein Typ. Box ihn erstmal tot. Stärke tragen, ich hab's gegessen. Oh, lecker. Willkommen back. Hä? Dankeschön. Komm mal runter am besten, nicht darum auf die Dinge kämpfen. Ja, mach ich. Zack, siehst du so ungefähr? Sehr gut. Ja, genau so. Hey, Radi, komm runter! Oh. Der hält aber auf jeden Fall einiges aus. Nix hält er aus. Ja, es kommen auch immer noch kleine Ratten, ne? Hier, also, ich hab ein Buch. Lass mich in Ruhe. Auf ihn. Ah, es klappt ganz gut mit dem Buch. Oh, der haut mich weg. Out. Ist gut, wenn ihr die Aggro habt. Ja. Na toll, jetzt hab ich sie. Verdammt. Ah, mein Overcharge ist aber zu viel. Komm her, schlag ihm den Schwanz ab. Immer schön in den Hintern. Ihr könnt auch so ein bisschen mit so Sidestep machen, jo. Scheiße. Oh, ich hab jetzt gleich keine Energie mehr. Ich mach Den haben wir gleich. Ich mach jetzt hier. Und. Oh! Tschüss. Das ist tot. Und wer braucht da Hilfe? Er hat mich über den Abgrund rübergeworfen. Scheiße, da muss mich. Okay. Da muss mir jemand hochhelfen. Ich hol dich, Und dann müssen wir in diesen. Da rein, in diesen Eingang. Und dann bin nur ich das oder hat er Ähnlichkeit mit Chuck Norris? Also von dieser Bartwuchs zusammen, ja, oder? Ein bisschen, ne? So ganz entfernt. Vielleicht ist es Rotten Norris. Oder. Red Norris. So, jetzt müssen wir einfach nur hier rein. Das war genauso wie schlecht. Das ist A richtig und B falsch. Ich nehme noch einen Heiltrank. Was machst du denn da? Oh, hier ist noch Munition, wer will. Oh, Munition? Ja, klar. Okay. Hätte man jetzt noch was looten müssen? Nee, ne? Okay, sehr gut. Wir haben es jetzt, glaube ich, auch gleich geschafft. Echt? Dann wäre es immer eine sehr kurze Mission. Die ist tatsächlich auch eher. Okay. Ist auch nicht so ganz so schwer. Also, Loot im Spiel selber gibt's nicht. Nur dem Spiel, ja? Richtig, also, wenn du durch die Stadt gehst, dann kannst du das +1-Schwert nicht finden. Das gibt's nur danach. Jetzt kommen aber auf jeden Fall noch ein paar Wellen. Also wir müssen uns jetzt ein bisschen bewegen auf jeden Fall und nicht stehen bleiben. Okay, das mag ich. Stirb du, Rattenmann. Und hier ist also überall grünes Feuer. Also da auf jeden Fall nicht reinlaufen. Wow. Grünes Feuer? Grünes Feuer klingt auch grünes gut. Grünes Feuer. Vom Zauberer hinterm Baum. Hier ist noch ein lila Trank. Dein ist noch ein Heiltrank. Ja, nämlich, ist gut. Da. Ach, ich nehme alles hier. Dennis könnte vielleicht den Heiltrank mal nehmen. Ja, das stimmt, aber dann muss ich kurz gleich wieder meine. Ja, warte, ich kann nicht. Warte, lass mich den Heiltrank nehmen und ich bin eigentlich schon kannst, da. Du kannst ihn verbinden. Achso, warte, ich kann nicht verbinden. Ich kann nicht verbinden, nämlich den Heiltrank. Warte mal. Das geht auch, stimmt. Okay. Da musst du nicht ablegen. Verbinde mich. Alter, was für Moves du hast. Krass. So, alles klar. So, genau, hier geht's weiter. Schön in Bewegung bleiben. Hier liegt die Glocke jetzt. Ah, hier ist die kaputte Glocke. Damn. Oh. Boah, Achtung, Sturmratte. Jo. Von der Seite. Nicht stehen bleiben, haben sie gesagt. Genau, fuck. Möglichst nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben, haben sie gesagt. Möglichst weitergehen. Ich bin der Letzte. Das ist nicht gut. Zack. Oh.
Der Dolch, den Dolch finde ich sehr gut, muss ich sagen. Der ist schnell, ne? Ende. Ja, und der hat vor allem so ein Feuer-Special, womit man halt so ein bisschen Feuerschaden macht. Bam. Oh, da ist das blaue Leuchten. Und blaue Leuchten. Yay. Okay. Dennis muss hier wieder Sonder. Ich bin drin. Okay, alle rein da. Also, jetzt reicht's aber auch. Sehr gut. Ah, guck mal, wie schön gut wir sind. Sieg. Die Hellenblade. Oh, Akt 2. Alter Schwede. Die haben wir fertig gemacht. Aber jetzt gleich erstmal Lulan gucken, oder? Ja, klar. Also ich glaube, wäre der Magier jetzt nicht so echt hochgepimpt gewesen, wäre das weiter schwierig gewesen. Ja. Und. Ah, okay, die Anerkennungstruhe. Na gut, wollen wir das noch vielleicht nach der Werbung uns aufbewahren? Ja, würde ich sagen, oder? Und wir kriegen auf jeden Fall ein Chess-Upgrade. Vielleicht noch ein zweites Chess-Upgrade. Ja, ein zweites, sehr gut. Verdammt, ich krieg nur eins. Ob der Steffen sein Chess-Upgrade gekriegt hat oder nicht. Alter, was hier abgeht bei mir. Seht ihr, da ist alles blinkt und blitzt. Und Chess-Upgrade, Chess. Alter, ich auch. Ist das heftig. Wir sind richtig gut gewesen. Ich glaube nicht, dass ihr sowas schon jemals gesehen habt. wenn ihr mehr davon haben wollt, bleibt dran. Es geht gleich weiter. Weiter geht's. Warhammer Vermintide 2. Letzte Woche rausgekommen. Wir sind schon die Mega-Pros. Ihr habt es gerade gesehen. Wir gehen da durch wie durch Butter und haben wieder Loot bekommen. Den schauen wir uns doch gerne mal an, weil das ist mit das Spannendste, finde ich, am Spiel. Wer hat den coolsten Loot? Weiß man noch gar nicht. Aufgemacht und wir haben schon aufgemacht, wir hatten nur Scheiße. Wir haben doch gesagt, wir machen. Ihr seid mir welcher. Selbst ich, Dennis hat den Loot schon aufgemacht. Tatsächlich, ich hab's jetzt schon gemacht. Ich habe mir gedacht, das darf ich jetzt. Genau. Okay, zum Glück bin ich so vorbildlich. Sehr gut. Ja, du hast auch zwei Truhen. Wir haben nur alle eine bekommen. Richtig, wir haben nur eine Kacktruhe gehabt. Okay, pass auf. Erstmal die Kacktruhe. Nein, das ist die gute Truhe. Das ist die gute Truhe, ne? Das ist die richtig gute Truhe. Oh, geil. Und schon wieder nichts, was bunt ist. Wie kann denn das sein? Du musst noch ein bisschen Level aufsteigen. Aber du hast einen Hammer, Alter. Alter, fuck den Hammer, Mann. Der Hammer ist super. Ach, der sieht eh aus, als wäre der gefährlicher, wenn ich ihn andersrum einsetze hier mit dem spitzen Ding. Na gut, was ist das? Habe ich das schon geöffnet? Ja. Kriege ich ja immer nur so scheiß runde Diskus-Ding. Ja, komm mal das nächste auf, vielleicht ist da noch was Geiles. Fuck Frisbees. Okay, gut. Jetzt Frisbee von Sigma, wenn ich mitten wollte ich gerade sagen, ja, ich mal. Safe des Händlers. Achtung, krieg ich heute was Buntes? Nein. Nein. Nein! Es kommt alles. Hier, nee, hab ich doch schon! Da. Ja, aber vielleicht ist sie besser. Was ist das für eine Penis-Pumpe? Weniger Muni. Naja, aber weniger Muni ist das. Ja. Ach, guck mal, ein Stück Holz. Ja, aber hier, 10 Kraft mehr als die jetzige. Ja. Ja. Weil du kannst den Hammer nehmen. Der Hammer ist ziemlich geil. Der Hammer ist ziemlich geil, sagt der Eduard. Ja, ja. Gucken wir mal. Hammer. Hammer. Soll ich schon das nächste Level einstellen? Also von 5 auf. Auf 28! Der Hammer ist echt richtig geil, Eduard. Hab ich doch gesagt. Aber soll ich erstmal beschweren. So, guck mal, und jetzt nehme ich hier. Alter, und meine Pumpe ist auch viel besser als meine alte Gatling. Ui, guck mal. Siehst du, auch wenn die Sachen stärker nicht leuchten, ne? Ja. Auf die inneren Werte kommt das an. Guck mal hier, dann nehme ich den. Ja, siehst du, hast du schon 15. Aber plötzlich mehr ist es doch nicht mehr so schlecht. Ja, das nein, ich habe noch keins mit Spezialfähigkeiten. Ja, okay, ne? Das muss man. Jetzt nimmst du noch den. Oh nein, ich will meinen Fisch aber behalten. Ja, ja. Der ist aber nicht gut. Aber was ist das? Der macht ach, dieser Stein wurde so benannt. Aber eigentlich ganz gut, oder? Der auf den Pfad des wahren Glauben. Können wir mal kurz auf Dennis schalten? Ja, ich hab Dennis Robert, bitte. Ja, ja, ich habe einen meiner. Also, ich habe mittlerweile. Also, man kann craften, das heißt, man kann Gegenstände, die man nicht mehr braucht, irgendwie einschmelzen. Da kriegt man verschiedene Ressourcen für und dann kann man andere Gegenstände upgraden. Und ich habe jetzt eine ältere Halskette geupgradet. Das ist jetzt die linke, die Krux des puritanischen Ideals. Und die hat von den Fähigkeiten, ist sie jetzt nicht unbedingt besser geworden, aber hat diese Naturbindung dazu bekommen. Das heißt, ich kann mich zwar nicht mehr selber heilen, aber regeneriere währenddessen Lebensenergie. Und ich glaube, das nutze ich gleich mal. Und vor allem, ich habe das Gleiche auch gemacht. Und ich habe jetzt die Fähigkeit, dass ich, wenn ich andere heile, also wenn ich dich zum Beispiel heile, die gleiche Menge an Heilung für mich selbst bekomme. Ja, super, das heißt, du läufst jetzt immer hinter mir her und heilst mich. Ja, mit dem Healpack. Ja, super. Ja, nein. Okay. Aber jetzt machen wir erstmal das nächste Level hier. Machen wir es so. Ich habe auch keine besonderen Fähigkeiten. Wieso kriegen wir das jetzt mal hier? Ja. Das liegt einfach daran, dass wir schon ein hohes Level haben, tatsächlich. Ja. Oder er lag einfach. Das kann ja gehen. Guck mal, er heilt sich selber, er die ganze Zeit. Eh, hier, die sind unverwundbar. Nur, also wir machen eigentlich nichts anderes. Hast du gesehen? Und gleich eine Errungenschaft freigeschaltet. Ja. Sehr gut. Was hast du denn da gekriegt? Mach doch hier mal annehmen, Dennis. Ich habe eigentlich auch so einen Scheiß bekommen. Ein Stück Holz mit Eisen dran, oder? Dennis, drück mal hier annehmen, muss ich das Ganze nochmal einstellen. So. Einstellen. Und ich habe endlich wieder meine zwei Handwaffen, meine zwei Schwerter. Sorry.
Okay. Wir spielen jetzt Festung Braxenbrück. Das ist die Braxenbrück? Braxenbrück. Das Folgelevel. Genau. Gibt es irgendwas Geiles, wenn man die alle am Stück schafft? Es gibt noch einen großen Endboss dann immer. Und kann man den nur battlen, wenn man die vorherigen gemacht hat? Oder kann man auch immer nur einfach den letzten Level spielen? Das geht nicht. Du musst die vorher quasi einmal alle gemacht haben und dann kannst du Danach kannst du sie auswählen. Und das meine ich. Und danach kannst du immer wieder gegen den Boss. Ja, wir können aber auch, ich meine, wird wahrscheinlich unser letztes Spiel sein, wir können aber auch, um den Loot zu erhöhen, können wir einfach ein Zufallslevel wählen. Wenn wir nämlich ein Zufallslevel wählen, dann erhöht sich das Loot am Ende. Geht das wirklich? Aber ich kann es, glaube ich, nicht mehr einschätzen. Ja, das stimmt. Abbrechen. Aber dann laufen wir die Gefahr, dass wir den gleichen Level nochmal spielen. Wahrscheinlich. Ja. Deswegen lass uns das lieber nicht tun. Dann komm mal hier rein, Dennis. Ich bin hier schon die ganze Zeit drin. Ich bin der das aufgemacht hat. Das ist erfunden. Ja, normal, Alter. Der mit seiner Feder am Hut, ne? Obelisken, habe ich erfunden damals. Das waren nicht mal alle Federn am Hut. Festung Braxenbrück. Die habe ich auch noch nicht gespielt, tatsächlich. Braxenbrück. Guter deutscher Name, ne? Braxenbrücke. Alter. Man kann übrigens hier in dem schon F2 drücken, zweimal F2, dann kannst du schon loslaufen. Echt? Geht nicht. Super cool. Geht nicht. Guck mal, ich bin schon fast durch jetzt. Ich hab das Level schon dreimal durch. Ja. Jetzt hab ich gesehen. Das ist ein solchen Männchen gleich. Jetzt schon? Oh Gott. Wow. Alter, der ist lila, der Trank. Das ist der Konzentrationstrank, genau, für deine Special-Fähigkeit. Okay, wer nimmt den? Ich hab noch. Dann nehme ich den. Ja, nimm ihn gerne. Ich geh mal links rum. Hier sind... Alter, mein Flegel ist ja richtig geil. Ja, aber meine Axt ist kacke. Du Flegel. Da fallen die Köpfe nicht ab, die werden zerschmettert und sind dann einfach weg. Da beschwert ihr euch. Ja, da geht der Elf macht hier alles kaputt. Der Elf kriegt hier nicht so einer. So viel Lebensqualität, die dabei verloren geht. Oh, hier brennt was. Oh, shit. Ich war's nicht. Ich war's. Aber es fliegt nicht in die Luft. Das dauert immer ein bisschen bei dem Spiel. Oh, fuck. Hier ist ein Heiltrank. Oh, da sind noch Ratten. Ich hab noch. Wenn ihr einen braucht. Ich glaube, wir haben alle noch, oder? Wo müssen wir denn hier lang? Hier rechts oder was? So, oh, Achtung, da oben ist ein... Warte, ich kümmere mich drum. Macht ihr das? Weil ich glaube, hier geht's weiter. Hier ist nämlich Gebäude. Hier Gebäudestrukturen sind erkennbar. Ah! Ja. Fuck! Hier ist ein fliegendes Game. Komm. Danke. Ein fliegendes Game? Was der kann fliegen. Das waren wahrscheinlich Assassine. Okay. Kennst du Flugratten, oder nicht? Denk die klassische Flugratte, ja. Ja. Guck mal, der Elf da oben. Regel das mal bitte. Oh, Glocke. Das bedeutet gleich wieder... Horde? Hortchen, genau. Ein Hortchen? Ein Hörtchen. Wir können es hier unter die Brücke stellen. War jemand im Haus? Oder da war nichts drin. Nein, okay, unter der Brücke ist gut. Oh, jo. Alter, die sind ja alle hinter mir. Fuck you, wo kommt der denn her? Oder nee, die Axt ist nicht so geil. Die ist für einzelne Gegner bestimmt besser, aber gegen Massen war die helle Barde besser. Oh, shit. Zack. Alter, ihr Scheiß... Immer schön auf die Immer Fresse. Drauf. Nee, ganz ehrlich, die Axt. So, ich glaube, nachdem wir durch sind, braucht ihr eine neue Maus. Ist doch bei all diesen Spielen so. Klick, 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 klick. Also, da war doch noch ein Heiltrank, oder? Da. Stimmt. Ja, hol hier geht's weiter bei uns. Hier auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, hoch. Ich bin beim Elfen. Ja? Oh, shit. Oh, ein großes Monster, oder? Das könnte sein. Das ich kann alles. Wo ist er? Nee, das war nur eine Flagge, die sich im Wind bewegt hat. Doch, da ist er! Das ist er doch! Radnoger, ja. Radnoger, okay. ja. Okay, geht alles noch. Hallo, Rattenbuddy, komm mal runter. Ich hab hier was ich... Und... Puff! Voll in die Rattenklöten. Oh, shit, das bringt gar nichts. Uiuiui. Lass mich in Ruhe, du Scheißvieh. Ja, komm. Zack. Okay, der geht ziemlich schnell down, tatsächlich. Aua. Wo ist hier die Schwachstelle oder ist alles? Weiß ich gar nicht tatsächlich. Kopf? Kopf. Immer. Kopf, ne? Zweifel immer auf den Kopf. Rattenmann, geh zu Boden. Jawoll! Sehr gut. So, ich glaube, ach, wir können hier oben auf die Brücke drauf. Ich glaube, dann müssen wir das. Kannst du mich heilen? Ich kann mich ja selbst nicht heilen, offensichtlich. Ich regeneriere mich auch nicht. Ich versuch's trotzdem mal. Doch, du regenerierst dich. Nee, ich. Nö. Bringt wirklich gar nichts. Okay, ich regeneriere mich gar nicht. Also die doch, jetzt siehst du. Was? Um einen Tick hat es gerade regeneriert. Ja, das ist bestimmt mega langsam, Dennis. Minimal. Ja, sonst wäre es ja auch total immer, oder? Jetzt wieder. Ah, das ist aber... Und ich kann dich nur mit dem Dingens heilen, mit einem Das kannst du ja bestimmt noch verbessern, oder? Die Heilrate. Oh, Munition brauche ich. Oh, sorry. Das hast du leider zwar vorher gesagt. Ja, okay. Dann muss ich halt in den Nahkampf. Du bist auch so ein Nahkämpfer.
Na, Fernkampf ist ein bisschen geiler. Oh, unten ist eine. Ja, kann ich leider nichts machen. Mir wurde die Munition mitgenommen. Ist ein Typ von hinten mit Warp, Knallerbsen. Die guten Gelb. Die Warp-Knallerbsen. Komm mal wieder über die Brücke. Ja, hier ist momentan Gas auf der Brücke. Achso, deswegen kommt er nicht rüber. Okay, ich sehe. Achsenbrücke. Ich sehe das Problem. So. Hahaha. Also, wenn die irgendwo im. Fässer, Medipack die rot sind, sind explosive Fässer. War das so nach der Logik, ne? Genau. Oh, hier ist ein Potion. Ja, das ist Geschwindigkeitstrank. Also, ja, sorry, kann ich dir geben. Warte, komm mal her. Nee, warte, ich trinke einfach meinen, den ich hab. Also, du hast noch einen, dann trinke ich noch. Hau weg, die Scheiße. Aber wenn ihr ein Medipack findet, sagt gern Bescheid, dann würde ich das nämlich nehmen und Dennis heilen. Du willst doch nur dich damit heilen. Oh, guck mal. Oh, die Staffel angegriffen. Dann sollten wir mal helfen, was? Alter, was sind das für Katapulte? Warp-Katapulte? Seuchenkatapulte, wahrscheinlich. Seuchenkatapulte. Das sieht ziemlich cool aus. Alter Schwede. Oh, Achtung. Assassine. Oh, guck mal, Assassine. Ist down. Hey, guck mal, da, Assassine. Boah, Warp-Flammenwerfer, fuck. Ja, wo denn? Hinter uns. Puff. Tot. Oh. Da kommen wir nicht rüber anscheinend, oder? Hat einer einen Brückenpanzer dabei? Ja, warte. Gibt's ich vielleicht? Kann dich werfen. Oh, da kann man die Seuchenwerfer sehen am Horizont. Wo? Ja, am Horizont. Guck. Da fliegen die. Da, wo die Dinger herkommen, Alter. Oh, wie schön, stimmt. Das Blut hier runter so in die Richtung. Hier unten. Was ist ja wunderbar, was hier passiert. Wo bist du? Hier unten. Wo bist du denn? Ich habe, glaube ich, einen Geheimgang gefunden. Hier, wenn hier nicht was versteckt ist. Oh ja, da kommen wir. Ach, her. Die hast du schon. Oh, ich habe die Gegner gefunden, glaube ich, nur. Ja, nur ein bisschen angekommen. Das wirklich. Nur einmal ganz kurz angezündet. Nur einmal kurz reingelunzt. Fuck, fuck. Von beiden Seiten. Mit der Feuerexplosion. Soll mal zu euch runter, sicherheitshalber. Ja, ich bin hier unten ganz alleine mit Chaos. Nee, ich bin bei dir, aber. Macht's nicht besser. Okay, Dennis, müssen wir runter? Ja. Oh. Jetzt wäre so ein mega Feuerball ganz geil. Oder Munition, das wäre richtig toll. Sehr gut. Salty Dennis ist salty. Hallo, ich spiele hier Elf. Ich muss voll das Rollenspiel machen. Oh, Assassine, auf mir. Und Gasratte, weg da. Alter, was da abgeht, das sind ja Homing-Seuchenwerfer. Kommen die alle? Ah, ich sehe ihn. Nicht ins Wasser springen, Eduard. So, ich bin rückwärts gelaufen. Wir sind jetzt hier nicht zum Duschen. Seuchenhoshi ist down. Was geht ab da vorne? Braucht irgendjemand einen Heiltrank? Ich habe einen in der Hand, den ich nicht nutzen kann. Ich könnte den, glaube ich, ja, Dennis, trinke sehr gerne. Was machst du jetzt? Du hast ihn jetzt, bitteschön. Ah, okay. Eieiei. Alter, das hört sich... Oh, da vorne Ratten! Das ist aber was ganz Besonderes. Ja. So, ich habe ein paar abgeschossen. Boom! So, Alter, das sieht wirklich ziemlich cool aus hier, die Kulisse. Schön, ne? Schön, ne? Ja, aber das ist wieder, weißt du, das ist genau dieses, was ich meinte mit dem Fanservice. Du hast, da sind irgendwie Katapulte und du siehst, wenn du hingeguckt hast, das sind Seuchenkatapulte. Ja. Die Blitze werden wahrscheinlich irgendwie diese Warp-Blitz-Kanonen sein. Keine Ahnung, wie die heißen. Egal, aber das passt einfach wunderbar. Ui, ja, jetzt sehe ich auch die Blitze. Und man muss aber eigentlich Warhammer nicht kennen, um es trotzdem irgendwie cool zu finden. Das finde ich eigentlich auch noch sehr schön. Also für Leute, die Warhammer keine Ahnung haben. Oh, das hat nicht funktioniert. Oh, hi, Mark. Das gibt's doch nicht. Ja, so hält denn so viel aus? Du hast ihn, ne? Sorry. Oh, jetzt ist mein Dolch hat da nicht so viel gebracht anscheinend. So, wo wollen wir längs gehen? Oben oder links? Weil ich glaube, wenn wir nach links gehen, können wir vielleicht tolle Sachen finden, oder? Wollen ja, ich glaube, es sind echt nicht. Aber jetzt kommen wir erstmal nach Hause. Ja, jetzt kommen Oh, Achtung, Chaos-Spawn. Hier geht's nochmal nach links. Oh, Chaos-Spawn. Die sind richtig fies. Ja, die haben Tentakel. Genau. Der Tentakel kann dich greifen und kann dich dann, der kann dich quasi aussaugen. Ganz genau. Und das ist richtig hart. Also passt bloß auf, dass ihr euch nicht getroffen werdet. Ja, wir kennen alle die japanischen Videos. Ja, sehr gut. Vor allem das mit dem Saugen kennst du daraus. Ja. Wow. Fuck. Warum hab ich denn die Aggro? Das ist doch scheiße. Scheiße. Ich muss das dringend heilen. Oh, das Ding ist richtig fies. Und hier sind auch Buddies von ihm. So, ich mach das Feuer an. Ich explodiere. Ich bin, glaube ich. Ah! Oh, Scheiße. Der beißt mich! Scheiße. Oh nein, das sieht der ganz hat meinen Kopf gebissen. Ich müsste einmal hochgeholt werden. Ja. Oh, mein Kopf ist noch alles shit, gut. Oh shit. Ich bin tot. Achtung, Dennis. Dennis. Oh, Gott sei Dank. Ich hol euch.
Nein, er hat mich. Haut ihn. Er will mich mampfen. Haut ihn. Ja, haut ihn mehr. Haut ihn bitte noch mehr. Ja. Oh, shit. Scheiße, er ist wieder voller Gesundheit. Was? Oh nein. Das Ding ist wirklich so ätzend. Oh, ich stehe wieder. Oh, ich hasse es. Hab ich schon mal gesagt, dass Munition jetzt richtig geil wäre? Oh. Ihr könnt übrigens, wenn irgendjemand von dem Ding... Nein, er ist mich jetzt auch. Was soll das denn? Ja, F drücken. Alle, die F haben... Ja, scheiße, wir haben alle nicht aufgeladen. Au. So, jetzt passt auf, wen er als nächstes aggro. Ja, mich hat als nächstes. Oh, shit. Wie soll man denn, wenn man von denen auch geaggroht ist, da wegkommen? Man ist so langsam, ist wirklich schwierig. Ja, du kannst so einen Sidestep machen. Du drückst quasi D oder A und dann Leertaste, dann macht er so einen kleinen Seitensprung. Ich mach Spezialfähigkeit jetzt an alle. Sehr gut, danke. Und immer auf den Tentakel draufhauen, das gibt's am Bonusschaden. Okay. Warum möchte ich immer noch aggro? Scheißvieh. Aber sein Tentakel ist so agil. Ja, das ist etwas schwierig. Versuche ich mal ein bisschen hier wegzuziehen. Nein! Er hat mich über die Klippe geschossen. Ja, warte, wenn jemand anders hier Aggro gleich haben würde, dann würde ich... Ja, Eduard holt mich schon. Ja, sehr gut. Oh nein, er hat mich. Jetzt mit F drauf. Au, der beißt meinen Kopf. Hab's, alles gut. Er hat sich nicht geheilt. Also jedes Mal, wenn er versucht auszusaugen... El Aggro! Oh, ich bin down. Ja, warte, ich bin... Okay, ich hol Eduard. Eduard, hol sie raus, ich hab die Aggro. Ja, ich hol sie. Sehr gut. Also, das ist gut, wenn man ansagt, wer Aggro hat. Ja, ich bin down. Achtung. Okay, ich heb auf den Downo. Der hat mich jetzt gefangen. Da kann ich leider nichts machen, ich habe kein F mehr. Der hat sich aber nicht so krass geheilt, also es geht noch. Okay, Hälfte down. Ich habe nur noch 1 AP, ich liege. Okay, ich hol dich hoch. Steffen auf. Ich hol ihn hoch. Ich hab die. Scheiße. Er hat mich. Ich komme. Fuck. Bam. Sehr gut, danke. Oh, er hat nur noch wenig. Ja. Und jetzt nicht greifen lassen. Nicht greifen lassen. Und wenn jemand gegriffen wird, immer mit F drauf. Komm, nur noch wenige Schläge. Jetzt komm schon. Sehr gut. Alter. Dieses Kackvieh, ey. Stirb. In den Hintern. Okay, jetzt müssen wir weitergehen. Wir haben alle schön weichklopfen. Alle angeschlagen. Das ist richtig scheiße. Wir sind alle fast tot. Oh, da oben sind die Katapulte. Das hätte so leicht sein können. Hätte immer Munition. Hier links können wir gleich holen. Ja, also wir brauchen dringend. Aber stimmt, Heilung. Es gibt ja keine Munition mehr, ne? Nee, bisher wurde nichts gefunden, ne? Also du kriegst doch eh gleich das Heiltrank. Hier ist ein Heiltrank. Okay, Dennis kann ihn erstmal nehmen. Ich kann ihn nicht nehmen. Ich bin der andere Dennis. Ich habe ihn schon getrunken, um Diskussionen vorzubeugen. Das ist sehr gut. Ich kann ihn nicht nutzen, also daher. Wir brauchen mal ein Heal-Pack, das wäre sehr hilfreich. Ja, das wäre großartig. Hier ist Munition, Dennis? Oh ja. Ah, hab ich. Gegner. Ah, so jetzt können wir wieder teilnehmen am Spiel. Also ich brauche einen Schlag, dann bin ich tot. Ja, ich auch. Oh, da vorne sind noch mehr. Einmal bitte Feuer. Dankeschön. Wunderbar. Oh, in der Hülle? Oh, hier links. Ein ganzes Nest. Du musst doch irgendwo mal so ein scheiß Medipack sein. Hinter uns ist ein Gasgranatenwerfer. Sollten wir den vielleicht mal ausschalten? Oder? Ja, Meint ihr, der kommt noch hinterher? Wir sind so schnell. Ja, der kommt schon hinterher. Die sind nicht so doof. Alter, der Typ, was macht der? Du stehst falsch schon. Bist du. Oh, guck mal, deine Waffe ist. Na ja. Hier müsste noch irgendwo mal was sein, ey. Ist doch scheiße. Hier sind Ratten! Spring rein, hier sind Ratten! Yay, Ratten! Oh shit. Das waren vor allem Stormwormen. Ja, bevor sie weglaufen, ihr wisst ja, wie schnell die sind. Oh, hier ist ein Heal-Pack. Lass mich das nehmen. Ich heile dann Eduard. Okay, ja. Oder mich, da bist du. Also, Eduard, nee, Eduard, hier sind zwei Heal-Packs. Eduard, wo bist du? Ich bin hier. Warte. Nein! Wer hat denn das Fass in die Luft gejagt? Ich hab's noch nicht. Eduard vielleicht? Ich hab noch nicht. Nee, komm her, Eduard. Oh, jetzt. Ja. Scheiße. Oh, Ratten. Das ist Gift, oder? Ne? So. Siehst du, und da ist er nämlich. Nö, da kommt nicht hinterher. Bleib stehen. Ja, warte, wir müssen. Da ist doch. Heile ich mich jetzt dich oder? Warte, jetzt. Wo ist denn der Hoshi? Hinter uns, da ist er. Nice. Das markieren wir. Okay, ich kümmere mich drum, Okay. Oder auch so, jetzt hole ich Dennis. Komm her, Dennis. Ich bin hier. Du bist am. Boah, du leuchtest schön. Wieso leuchtest du so? Alle wieder voll. Bist du gerade overpowered oder so? Ja, ein bisschen bin ich gerade overcharged, ja. Oh, Assassine. Oh, meine Fresse. Guck mal, der Eduard, ne? So, jetzt sind wir alle wieder geheilt. Uiuiui. Okay, also. Oh, Alter, Zeit für die Messe. Homing, wow, Alter, was geht da? Was war da? Das war so eine Rakete. So eine Doomsday-Rakete. Oh, hier ist Heilung.
Ich nehme das mal mit. Ja, nimm's mit. Eigentlich wäre das besser, wenn Steffen das mitnimmt, oder? Kann ich dir das geben? Nee, das kannst du mir leider nicht geben. Ist okay. Wie, das geht nicht? Nee, das geht, glaube ich, nicht. Nur wenn du das ablegst. Und dann müsstest du, glaube ich, ein anderes Item mit haben. Okay, dann mache ich das gleich mal. Oh, Achtung, da kommt ein Digger. Ja, aber der... Er ist unten, ja. Ich glaube nicht, dass hier einer schafft. Ah, der kommt gleich hoch. Da ist er. Alter. Ja, sehr gut. Ist ja verrückt. Okay, kann runter. Oh, sorry. Oh, ich nehme das Medkit. Hab's. Ja. Das ist sehr gut. Oh, hi. Haiduken? Und da hinten ist ein Heiltrank noch. Was heißt da hinten? Ich habe ihn markiert. Der ist direkt da am Ende von der Brücke. Ich glaube, wir müssen auch durch. Ich glaube auch, die kommen daher. Und hier ist Munition. Oh, was? Ah, Munition. Und noch ein Heal-Kit. Yeah. Warte, Dennis, ich halte dich mal kurz. Ja. Robert. Oh, Ratten. Am Stiel, gebacken, am Stück, in Horden. Und dann können wir weiter. Hui! Verteidige das Tor. Okay, welches Tor? Das Tor vorne wahrscheinlich. Da, wo die gerade schon durchgehen. Jo, ja, da kommt einiges. Eieiei. Eieiei. Einfach draufhauen. Hinter uns kommen auch welche. Eduard, die Ruhe in Person. Nie Stress. Gleitet durch die Skaven. Einfach draufhauen. Ja, aber es funktioniert. Ui. Ui. Feuer die Kanone. Okay, wir müssen hoch jetzt über die Treppe hier anscheinend. Okay, vorwärts. Auf den Turm. Le Turm. Le Turm. Wer möchte schießen? Mach gerne. Okay. Mach ruhig. Zielen. Kanone zielt. Aber das dauert ewig, bis sie ausgerichtet ist. Wir müssen mich wahrscheinlich jetzt ein bisschen verteidigen. Ah, oh, das sieht cool aus. Kommt schon. Oh, sehr gut. Du schießt jetzt auf die Seuchenwerfer. Bam! Alter, zwei Seuchenwerfer mit einer Kanone! Achso, es kommen Gegner. Genau. Ich schieß auf die anderen. Ja, schieß einfach, genau, einfach gedrückt halten. Okay, das sieht ein bisschen langweilig aus. Ich guck. Oh, ich kann euch zugucken, während ich mit einer Hand die Kanone bediene. Ich bin mega multitaskingfähig. Ich schieße. Yep. Puff! Boah, schon wieder zwei auf einmal. Wir sind so mächtig. Und noch einmal. Okay, noch einmal. Also meinst du, ich schaffe jetzt drei auf einmal? Ja, komm. Könnt ihr bitte ein Stück Abstand halten, wenn ihr kämpft? Ich versuche zu schießen hier. Ja, dann schieß doch mal. Muss ich konzentrieren. Was ist los? Ach so. Hier ist irgendwo ein Seuchenwerfer. Ich weiß nicht genau wo. Jetzt haltet doch die Fresse hier. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Wir müssen die Kanone jetzt laden, Dennis. Ja. Wir können die. Ich komme mit. Ah, okay. Die holen. Komm mal mit, genau. Reicht nicht eh gedrückt halten für zwei Minuten, wie bis jetzt die ganze Zeit. Okay. Wo kommen wir denn da hin? Wahrscheinlich über die andere Treppe hier. Oh, wie geil dieser Skaven hier hängt. Das ist ja. Wo ist mit, Dennis? Ich bin schon da. Ja, so. Ich bin ihr. Ich bin direkt hinter dir. Alter, wie kommen wir denn da jetzt? Ach, da kommen wir hoch. Okay. Ich halte mal eben den Rücken frei. Oh ja, mach das mal. Okay, ich habe die Kugel. Ist gut, schmeiß rüber. Okay, jetzt müssen wir dich ein bisschen beschützen. Die trägst du ja, als wärst du ein Luftballon. Und dann einfach hier hoch die klettern, ne? Ja, ich fühle mich sehr, einfach da hochklettern. Ja. Ich gehe jetzt die Treppe hoch. Ach so, hier war eine Leiter. Ich habe die nicht gesehen, ja. Kann man die Leiter nehmen mit Kanonenkugel? Au, ich werde angegriffen. Hier ist irgendwo ein Seuchenwerfer. Ich versuche da vorne beim Elfen zu helfen. Jo, dem Elfen zu helfen? Ja. Ach, das ist alles gut. Hier ist natürlich ganz entspannt. So. Skaven, ihr werdet es nie lernen. Wenn ihr alle gleichzeitig angreift, habt ihr vielleicht eine Chance, aber ihr kommt seit Jahrzehnten einzeln. Ja, du weißt ja auch warum, wenn du hier JCVD gesehen hast. So, ich ziehe beziehungsweise ich schieße. Von Johnson. Die kommen alle einzeln, weil sonst sind sie ja verwirrt, wenn sie gleichzeitig anrücken. Ah. Oh. Und bam. Hui, Feuerwerk, bricht durch die Belagerung. Guck mal, wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt, glaube ich, unten durch das Tor durch. Oh, hier ist der Warpflammenwerfer. Hab ihn? Oh ja, da war der Warpflammenwerfer. Wir haben es noch nicht geschafft. Nee. Das ist noch nicht das Ende. Schön weggeschubst. Da vorne ist ein Trank. Durch das Tor vielleicht interessiert ihn jemanden. So ein blauer, genau. Ja. Ich glaube, blau brauche ich, glaube ich, nicht.
Ich nehme alles. Eduard, komm mal zu mir, ich kann dich ein bisschen heilen. Oh, hier ist. Wir müssen runter. Hier leuchtet was. Hier ist Munition. Oh. Munition? Ja, aber das ist auf einem anderen Gebäude. Ich weiß nicht, ob man. Warte mal, da kommt man vielleicht. Eduard, komm mal her. Ja, komm Alter, mal. Wie geil, Alter. Du hast das gesehen. Hier ist was Munition, wo ich bin. Da musst du Megaskillomat hier rüberhüpfen. Auf ja, diese warte, kleinen komm. Knödel hier. Wenn das ich etwas kann in diesem Spiel, besten, dann auf Knödel. Und jawoll! Yeah! Alter, geil! Ach, schade. Elegant ist mein zweiter Vorname. Au. Okay, dann lasst mal weitergehen. Einmal runter. Runter. Okay. Und durchs Tor durch. Runter, runter. Okay, man bekommt Fallschaden. Ja, aber nicht. Vor allem, wenn man voll gehüpft ist. Ja. Naja, als Fresse. Komischen Berserker hier. Ich hasse sie. Ah, ich mag Berserker. Die bleiben wenigstens ein bisschen länger stehen, sodass ich auch mal mit dem Hammer zuschlagen darf. Wo müssen wir denn lang? Ich würde sagen, hier hoch, oder? Ja, ne? Ja, sieht so aus, ja. Okay. Ja, definitiv. Oh ja, das leuchtet. Ah ja, wir haben es geschafft. Das war ja das mal Endleuchten. Was war eine schöne Mission gewesen? Das war schön, das war ja. Nett. Alter, wir haben es schon wieder geschafft. Wir sind unschlagbar. Wir sind ziemlich gut. Jetzt können wir uns auch erzählen, dass wir es ab dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gespielt haben. Ja, stimmt, richtig. Haben wir das? Ja, natürlich. Jetzt helfen nur noch die Mods, um unser Skill herauszufordern. Ja. Okay, ich bin verwirrt, aber ich bin glücklich. Hauptsache. Wir machen noch den Loot kurz auf. Ob einer, hat einer ein Legendary gekriegt? Lass uns das noch kurz zeigen. Ansonsten war es das. Aber natürlich dürfen wir den Loot nicht vorenthalten. Bei mir Leder wieder ein bisschen länger. Ihr seht das sehr schwarz, während bei Eduard hier wieder schon alles leuchtet. Du bist im Loot Schlaraffenland. Ich bin Level aufgeschrieben. Natürlich nur eine schlechte Truhe, weil wir nichts mitgesammelt haben. Ach ja, keine Grimoires. Nee, aber wir haben die große ein Upgrade habe ich. Ja, ich habe kein Upgrade. Ein Upgrade habe ich auch. Fast sogar das zweite. Safe des Bürgers. Safe des Bürgers. Bürger. Der Bürger. Du hast drei Kills mehr als ich. Bei dir passiert echt nichts, ne? Nur nimm, was du findest, Bürger. Oh, ich bin so ein Tank. Alter, dein zugefügter Schaden. Also, du merkst, dass du gerade richtig die krassen Waffen bekommen hast. Ja. So, und jetzt looten. Können wir mal gucken. Looten. Okay. Keyboard hours are no mistake. Machen wir erstmal die richtige Truhe auf, die coole. Ich habe ein blaues Item, ein grünes und ein grünes. Oh, geil. Rat mal, was ich habe. Weiß? Weiß, weiß und weiß? Weiß, weiß, weiß. Kraft gegen Infanterie. Grün, grün, grün. Bei mir genauso. Weiß, weiß, weiß. Zerstäubungsstrahlenstab ist kacke. Die beiden da drüben haben irgendwas. Zerstäubungsblitzstab, okay. Myrmidias versteckte Sonne. Oh, jetzt murmeln sie. Super geile Waffe. Hat doch jemand eins auch. Hier, du hast auch was Grünes, Eduard. Das war das erste jetzt. Ich habe auch was. Alter, Ring des Marschalls. Plus 20% Crit-Kraft. Ich habe endlich was Buntes. Ich habe einen Degen. Einen tollen Degen. Dennis hat sogar was Blaues. Ah, das ist eine Zusatzmission. Das ist eine Zusatzmission. Achso, ja, wir kriegen alle Waffen, wir kriegen eine Zusatzmission. Das gibt's doch nicht. Wir kriegen eine scheiß Mission. Ich hab doch noch nicht mal die anderen fertig gespielt. War das doch noch gar nicht. Ah, schön. Das tut mir sehr leid. Ja, was für eine tolle Mission. Hier, Bonus, Mangel. Im Level werden keine Gegenstände gefunden. Das ist meine Lieblingsmission hier. Ja, oder? Geil. Das ist ja richtig scheiße. Was ist das? Ein Beehänder. Das ist ja doch nicht schlecht. War das nicht meine Standardwaffe von Anfang an? Ja, das sind zwei neue. Aber sie ist stärker. Und ich wollte ja eh den Hammer wechseln. Also bin ich etwas zufrieden. Einen neuen Beehänder. Wunderschön. Habt ihr was Tolles gekriegt? Ja. Ich hab ein halbes Maschinengewehr bekommen. Mein Schwert und Dolch mit 9 Punkte stärker, sonst mit der gleichen Sub-Eigenschaft. Eigentlich gut. Okay. Ja, der Loot ist nicht ganz so spektakulär, wie man ihn machen könnte. Also ich meine jetzt nicht im Sinne von, es muss alles rare sein, sondern es könnte vielleicht auch mal irgendwas sehr Exotisches dabei sein. Ich sehe ständig nur irgendwelche Holzdiskusse und irgendwelche Waffen, die ich schon gesehen habe. Ich sehe nichts irgendwie wie kleine, lustige, kosmetische Gegenstände, die richtig cool aussehen oder irgendwelche Tierchen, die um mich rumfliegen oder irgendwas, was mega cool ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist deine Definition von mega cool? Ja, also irgendwie mehr Mannigfaltigkeit im Loot würde ich mir wünschen. Das kommt tatsächlich ein bisschen. Ich bin noch nicht der Experte für den Loot, weiß es noch nicht, aber ich hoffe, du hast recht, Steffen. Ja. Danke, dass ihr mit mir durch Helmgard gestreift seid. Danke, dass ihr wahrscheinlich noch Wochen brauchen werdet, um dieses Rattenblut aus euren Haaren zu poolen. Ja, aber es war schön. Es war schön. Ja, stimmt. Es war wirklich sehr schön. Ich habe einen leicht eisernen Geschmack auf der Zunge, aber es tut gut. Was? Ja. Das macht tierisch Spaß. Seit letzter Woche ist es draußen. Kostet 30 für die kleine Version. Es gibt noch eine große Version, die nennt sich Collector's Edition.
Dennis, du hast sie. Was ist da drin? Da sind irgendwelche Maps als Bilder mit drin. Also nur, komplett nur digitale Inhalte. Es gibt neue kosmetische Sachen für die ganzen Figuren. Mein Elf hatte zum Beispiel eine so eine Sache an. Es gibt den Soundtrack digital von Jasper Kidd, der ist mit dabei. Und Desktop-Bilder. Jetzt nicht so geil. Und wenn, muss man gucken. Also der Soundtrack ist ziemlich cool. Man muss aber im Steam-Ordner wirklich ziemlich vergraben. Ist ein Ordner mit Collector's Edition. Da muss man das raussuchen. Ich habe lange gebraucht, um es zu finden. Okay. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich glaube, mehr Informationen und mehr Skill kann man nicht auf einmal in so 2 Stunden verpacken. Oh, wie wir hier loslegen, oder? Ey, mir hat's richtig Spaß gemacht. Deswegen merkt das meine Euphorie. Ich finde, das Spiel ist gut geworden. Ja. Ich finde, es ist wirklich selten, dass man sich auf Spiele freut und man schraubt seine Erwartungen schon mal ein bisschen runter, um nicht enttäuscht zu werden. Und dann ist es mal wieder so, dass man getoppt wird. Ich finde es super. Es macht Spaß. Schönes 4-Player-Koop. Danke an euch. Danke, dass ihr dabei wart. Und jetzt geht's weiter hier im Programm, nur nicht mit uns. Ciao.